Ja, dann begrüße ich auch die hörenden Zuschauerinnen und Zuschauer ganz herzlich zur heutigen Sitzung der Ringveranstaltung Gender und Diversity. Das Thema ist unschwer zu erraten. Heute geht es um Gebärdensprachen. Mein Name ist Fabian Pross, ich bin Sprachwissenschaftler hier am Institut für Linguistik Germanistik und beschäftige mich seit mehreren Jahren jetzt schon mit der deutschen Gebärdensprache, genauer gesagt mit der süddeutschen Variante der deutschen Gebärdensprache. Ich habe die Sitzung heute in zwei Teile eingeteilt, die habe ich mal Theorie und Praxis genannt. Im ersten Teil möchte ich Ihnen aus sprachwissenschaftlicher Perspektive ein bisschen näher bringen, was Gebärdensprachen sind und auch was die Unterschiede zwischen Laut- und Gebärdensprachen sind und vor allem eben auch, was die Gemeinsamkeiten sind. Den zweiten Teil habe ich Praxis genannt und Gebärdensprachen werden hauptsächlich von tauben Menschen verwendet und deswegen habe ich mir gedacht, wäre es schade, wenn wir deren Perspektive ignorieren würden und dachte mir, dass es schön wäre, wenn sie ein bisschen einen Einblick in die Welt der tauben Menschen und auch in die dahinterstehende Kultur bekommen würden und habe deswegen ein paar Interviews geführt. Ich möchte die Sitzung heute einleiten mit einer kurzen Anekdote. Und zwar hat mich eine befreundete Soziologin vor ein paar Jahren mal gefragt, was denn der antirassistische Auftrag der Sprachwissenschaft sei. Und diese Frage hat mich ehrlich gesagt ziemlich perplex gemacht. Die Linguistik hat eine lange Tradition, sehr stark zu betonen, dass es sich um eine deskriptive Wissenschaft handelt, also um eine Wissenschaft, die nicht normativ vorgeht, sondern erstmal unvoreingenommen an Sprache herangeht, die Sprachen beschreibt und dann Theorien daraus bildet. Und vor allem hat mich sehr irritiert, dass eine Wissenschaft einen Auftrag haben soll. Vor allem einen gesellschaftlichen Auftrag. Das war mir irgendwie sehr fremd. Und ich habe mich dann ein bisschen ausgetauscht, auch mit Kolleginnen und Kollegen, und habe da sehr lange drüber nachgedacht. Und mir ist irgendwann Folgendes klar geworden. Man kann natürlich aus Wissenschaften viel lernen, auch für die Praxis und auch für die Gesellschaft. Und das ist ja auch wichtig und sinnvoll. Und wenn wir aus der Linguistik etwas lernen und mitnehmen können für solche gesellschaftsrelevanten Fragen, dann ist es an allererster Stelle, wir können viel mitnehmen und viel lernen, aber an allererster Stelle kommt die Erkenntnis, dass die Sprachen, und es gibt ungefähr 7000 Sprachen auf der Welt, an der Oberfläche sehr unterschiedlich aussehen. Also wenn wir verschiedene Sprachen hören oder sehen, dann haben wir den Eindruck, diese Sprachen sind alle ganz anders. Aber wenn wir ganz genau hinschauen, dann sehen wir, dass die Strukturen, die diesen Sprachen zugrunde liegen, alle nach den gleichen Prinzipien funktionieren. Das heißt, wir Menschen sind dazu gemacht, Sprache zu verwenden. Wir haben einen inneren Drang, Sprache zu verwenden und eine Sprache zu erwerben. Wir sagen auch Kinder, also in der Linguistik sagt man, Kinder lernen keine Sprache, sondern sie erwerben die, weil es mühelos vonstatten geht und Lernen ist ja immer was, was mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Und irgendwas muss in uns Menschen drin sein, was allen Menschen irgendwie gemein ist, was dazu führt, dass die Strukturen, die sich ausbilden, immer wieder die gleichen sind. Okay, das war die Einleitung insgesamt zu der Sitzung. Und dann habe ich was vorbereitet als Einleitung für das Thema Gebärdensprache, für diesen ersten Teil. Und wir machen eine Zeitreise ins Jahr 1960. Und wundern Sie sich jetzt nicht, wir machen jetzt gemeinsam diese Zeitreise und ich nehme jetzt erstmal eine ganz stark lautsprachenlinguistische Perspektive ein. Wir beginnen mit Charles Hockett, ein Sprachwissenschaftler, der sich über Jahre und Jahrzehnte hinweg intensiv mit der Frage auseinandergesetzt hat, was macht eine natürliche Sprache aus, was ist eine menschliche Sprache und was unterscheidet eine menschliche Sprache von einem tierischen Kommunikationssystem. Sie merken schon an der Art und Weise, wie das beschrieben ist. Es gibt Sprache auf der einen Seite und tierische Kommunikationssysteme auf der anderen Seite, auch wenn man im Alltag metaphorisch oft von der Sprache der Tiere spricht, wird das sehr stark unterschieden. Er hat verschiedene Aufsätze geschrieben und der Aufsatz, der am bekanntesten geworden ist, heißt The Origin of Speech von 1960 und wir werden sehen, das Jahr 1960 ist das Schicksalsjahr der sprachwissenschaftlichen Untersuchung von Gebärdensprachen. Hockett hat in diesem Aufsatz 1960 13 sogenannte Design Features aufgelistet, also 13 Gestaltungsmerkmale, die eine natürliche Sprache von einem tierischen Kommunikationssystem unterscheiden. Und wie gesagt, es ist eine radikal lautsprachliche Perspektive, die jetzt folgt.
Denn man hat sich zu dieser Zeit einfach noch keine Gedanken über Gebärdensprachen in der Linguistik gemacht, mit wenigen Ausnahmen. Zwei ganz kurze Anmerkungen noch. Die erste Anmerkung ist diese Beschreibung von Hockert, ist nicht nur sehr lautsprachenzentriert, sondern obendrein auch noch sehr technizistisch, was einfach an der Zeit liegt. Und die andere Anmerkung: Hockett ging davon aus, dass der Mensch auch ein Tier ist und dass es eben nur der Unterschied ist, dass wir als Menschen eine Art von Tier sind, die eben über Sprache verfügt. Sie werden auch gleich sehen, einige von diesen Features werde ich sehr schnell abhandeln, weil sie sehr einfach zu verstehen sind. Auf andere werde ich etwas näher eingehen. Das erste Feature nennt sich Vocal Auditory Channel und Sie sehen schon, hier kommt es ganz stark durch, diese Lautsprachenzentrierung, dass Hockett gesagt hat, natürliche Sprachen sind Sprachen, die werden über den Sprechapparat produziert, da entstehen Schallwellen und die werden übers Ohr aufgenommen. Das wiederum führt dazu, dass diese Schallwellen, die sich ja im Raum verbreiten, eben auch breiträumig übertragen werden. Und das bedeutet eben, dass wir uns im Extremfall auch umdrehen können und trotzdem noch verstehen, was jemand hinter uns sagt. Gleichzeitig, und das ist aber eher so eine Art Nebenprodukt, können wir die Quelle der Sprache orten, da wir zwei Ohren haben und die eben in einem gewissen Abstand zueinander sind und deswegen die Sprachsignale leicht zeitverzögert eintreffen und dadurch kommt es zu diesem Phänomen des Richtungshörens. Das dritte Feature ist das schnelle Abklingen des Signals und Sie sehen schon, dass manche von diesen Gestaltungsmerkmalen auch auf Tiere zutreffen, aber eben in ihrer Gesamtheit machen sie das nicht. Das heißt, es gibt natürlich auch Tiere, die akustische Signale aussenden, die über eine Art Sprechapparat gebildet werden und die werden über Schallwellen übertragen und über Ohren aufgenommen. Und es gibt natürlich auch Tiere, die kommunizieren Signale, die schnell wieder abklingen, nämlich wenn wir sprechen oder wenn jemand spricht, dann ist dieses entstehen Schallwellen, die sind aber sofort wieder weg. Das heißt, man sagt ein Wort und das Wort ist sofort wieder verschwunden. Das gibt es bei Tieren natürlich auch, aber viele Kommunikationstechniken von Tieren, zum Beispiel über Düfte, sind langlebiger. Dann die Austauschbarkeit. Sobald man eine Sprache verstehen kann oder sobald man eine Sprache benutzen kann, kann man sie auch verstehen und sobald man sie verstehen kann man sie auch benutzen. Dann die vollständige Rückkopplung. Das bedeutet für Lautsprachen eben, dass wir etwas sagen und das gleichzeitig auch hören können. Und dieses Feature ist deswegen von Relevanz auch für Kinder beim Spracherwerb. Denn wenn Kinder anfangen, Sprache zu erwerben, der erste Schritt ist, dass sie anfangen, also der erste Produktionsschritt ist, dass sie anfangen mit sogenanntem Babbling, also sie fangen an zu lallen und machen erstmal so einfache Silben, ba, 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 ma, ma, und dann wird es variiert, ba, ma, ga, di, du, di, da. Und was da passiert ist, das Kind hat am Anfang noch keine Kontrolle über seinen Sprechapparat und muss erst noch lernen, wie Sprachlaute produziert werden. Und das lernt das Kind, indem es einfach scheinbar wahllos Laute produziert und die wieder hört und so lernt, ah, wenn ich meinen Mund so mache, dann produziere ich offensichtlich ein A. Dann die Spezialisierung. Die Spezialisierung meint, dass ein Sprachsignal in allererster Linie ein Sprachsignal ist. Wenn Sie sprechen, übertragen Sie verschiedenerlei Informationen. Man kann zum Beispiel hören, ob jemand sauer ist oder wütend oder fröhlich oder aufgeregt, aber das ist ja nicht der Sinn eines Sprachsignals, sondern der Sinn eines Sprachsignals ist es, ein Sprachsignal zu sein, nämlich Sprache zu übertragen. Wenn Sie sich tierische Kommunikationssysteme anschauen, dann ist das oft nicht so. Nehmen Sie einen Hund, wenn dem Hund heiß wird, dann fängt er an zu hecheln und streckt die Zunge raus. Aber das macht der Hund ja nicht, um mitzuteilen, dass ihm heiß ist, sondern das macht der Hund, um sich abzukühlen. Das heißt, dieses Hecheln ist zwar ein Signal dafür, dass es dem Hund heiß ist, aber die Funktion des Hechelns ist nicht anzuzeigen, dass dem Hund heiß ist, sondern die Funktion ist, den Hund abzukühlen. Sprache ist semantisch, das bedeutet, dass sie Bedeutung hat. Hier ist das illustriert mit diesem Kopf, der sagt, gib mir das Salz und die andere Person versteht, was damit gemeint ist und kann entsprechend darauf reagieren, nämlich der Person ein Salz zu reichen. Dann haben wir einen Punkt, der wird in der Regel zurückgeführt auf den Schweizer Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure, ist aber in Wirklichkeit auch schon älter. Man spricht von der sogenannten Arbitrarität der Zeichen und das bedeutet, dass
die Oberflächenform eines Sprachzeichens mit dem, worauf es referieren kann, nichts zu tun hat. Das heißt, das Wort Tisch zum Beispiel klingt nicht wie ein Tisch. Es riecht auch nicht wie ein Tisch, es riecht einfach gar nicht. Oder nach schlechtem Atem vielleicht, aber das hat mit dem Sprachzeichen ja nichts zu tun. Und ein Wal zum Beispiel, das Wort Wal klingt auch nicht wie ein Wal, überhaupt nicht. Es hat einfach die Oberflächenform eines Sprachzeichens, ist einfach vollkommen getrennt und einfach zufällig sozusagen von dem potenziellen Referenten. Zufällig ist nicht das richtige Wort, das merken Sie schon, weil natürlich es so eine Art stille Übereinkunft in einer Sprechergemeinschaft gibt, dass alle dieses Wort im gleichen Sinn verwenden. Deswegen sagt man das nicht zufällig, sondern arbiträr. Hockert hat es schön illustriert mit einem Wal und einem Mikroorganismus und da hat dann eben gesagt, das Wort Wal ist ein sehr kleines, kurzes Wort und ein Wal ist ein riesig großes Lebewesen und ein Mikroorganismus ist winzig klein, aber das Wort ist relativ lang. Und das krasse Gegenstück zur Arbitrarität wäre die Ikonizität. Das würde dann eben bedeuten, dass es die Oberflächenform eines Sprachzeichens und der potenzielle Referent oder die potenziellen Referenten in einer Art Ähnlichkeitsverhältnis zueinander stehen. Jean Saussure hat betont, dass es sowas natürlich schon auch gibt. Als Paradebeispiel dient meistens der Kuckuck. Das Wort Kuckuck erinnert in irgendeiner Form an den Ruf dieses Vogels. Aber, und das betont Saussure eben sehr stark, das gibt es zwar, aber das ist sehr selten, das ist eher die Ausnahme. Und in der Regel haben die Wörter mit dem, was sie meinen oder was sie bedeuten, nichts zu tun. Dann gibt es einen Punkt, der wirklich relativ zentral auch in der heutigen Sitzung sein wird. Deswegen möchte ich ein bisschen genauer auf den eingehen, die sogenannte Diskretheit. Und jetzt kommt eben nochmal diese ganz starke Zentrierung auf Lautsprachen. Sie wissen, dass man einen Satz in Wörter zerteilen kann. Man kann die Wörter zum Beispiel in Silben zerteilen, man kann die Silben in Laute zerteilen. Interessieren wir uns in der Linguistik nicht so sehr für Laute, sondern für etwas, was man als Phonem bezeichnet. Und ein Phonem ist eine abstrakte Klasse von Sprachlauten. Wir können zum Beispiel sagen, wir sehen es hier schon mit dem Beispiel Maus, dass es eine abstrakte Klasse M gibt, das Phonem M. Und wenn ich das Wort Maus sage, dann klingt es anders, als wenn es jemand anders sagt. Wenn ich erkältet bin, klingt es anders. Wenn ich aufgeregt bin oder traurig bin, klingt es immer ein bisschen anders. Und jedes Mal, wenn ich das Wort sage, klingt es anders, weil es einfach unendlich viele Möglichkeiten gibt, dieses Wort zu artikulieren. Und damit gibt es auch unendlich viele Möglichkeiten, ein M zu artikulieren. Aber trotzdem sind Sprecherinnen und Sprecher des Deutschen dazu in der Lage, diese unendlich vielen möglichen Realisierungen eines Ms auf diese abstrakte Klasse des Phonems M abzubilden. Und das ist ganz erstaunlich. Das ist wirklich ein sehr erstaunlicher Vorgang. Im Deutschen zum Beispiel gibt es drei verschiedene Rs, also drei verschiedene Realisierungsformen des Phonems R. Und wir können entweder mit der Zunge vibrieren, rrr, wir können hinten am Zäpfchen vibrieren, rrr, und wir können hinten am Zäpfchen nur eine Verengung bilden. Rrr. Und es macht keinen Unterschied, ob ich Regen sage oder Regen sage oder Regen sage. In allen drei Fällen können Sprecherinnen und Sprecher des Deutschen diese drei Laute auf das Phonem R abbilden. Und das ist ganz erstaunlich, denn es handelt sich akustisch gesehen und auch artikulatorisch gesehen ja um drei vollkommen verschiedene Laute. Aber auch wenn die Laute sozusagen auf den ersten Blick relativ ähnlich erscheinen mögen, sind sie doch sehr unterschiedlich. Also nehmen wir zum Beispiel ein L. Wenn Sie ein L im Wort Glück nehmen und das mit dem L in dem Wort Kleben vergleichen, dann werden Sie feststellen, dass Sprecherinnen und Sprecher des Deutschen bei der Artikulation schon die Laute, die danach kommen, antizipieren, also vorwegnehmen. Und deswegen runden wir die Lippen auf dem L bei Glück schon und deswegen sagen wir Glück. Und bei Kleben werden die Lippen gespreizt in Antizipation von dem nachfolgenden E, Kleben. Aber ein
das L in Gleben, also Sie merken schon, diese beiden Ls klingen vollkommen verschieden. L-l. Und wenn Sie eine akustische Messung durchführen und sich das Sprachsignal tatsächlich am Computer anschauen, dann werden Sie sehen, dass es sich einfach um zwei vollkommen verschiedene Laute handelt. Aber Sprecherinnen und Sprecher des Deutschen sind ohne Probleme dazu in der Lage, das aufeinander abzubilden. So, man hat dann gedacht, naja, diese Phoneme, das scheint sozusagen, das scheinen die Atome der Sprache zu sein. Wir können Sprachen zerlegen in solche kleineren Einheiten. Und wie ein Linguist oder eine Linguistin dabei vorgeht, ist ganz einfach. Ich habe es hier mit dem Beispiel Haus und Maus dargestellt, ist, man versucht, Minimalpaare zu bilden. Das heißt, man nimmt ein Wort, zum Beispiel Maus, und fragt sich, ist dieser Laut m tatsächlich ein Phonem? Ist es eine abstrakte Klasse, die tatsächlich da ist? Und dann versucht man, diesen Laut durch einen anderen Laut auszutauschen und zu schauen, ob dann wieder ein Wort entsteht. Also in diesem Fall können wir zum Beispiel das m durch ein h austauschen und bekommen statt Maus Haus. Und wir wissen deswegen, dass es sich um zwei verschiedene Phoneme des Deutschen handeln muss. Deswegen definiert man ein Phonem auch als die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit eines Sprachsystems. So, und dann hat man sich irgendwann gefragt, kann es eigentlich sein, dass es sozusagen subatomare Einheiten gibt? Gibt es unterhalb der Phonemebene nochmal Einheiten, die noch kleiner sind? Und hat tatsächlich gefunden, ja, das gibt es. Und auch aus diesen kleineren Einheiten lassen sich nämlich Minimalpaare bilden. Und wenn wir in eine Lautsprache schauen, dann sehen wir, dass es zwei grobe Lautklassen gibt, nämlich Vokale und Konsonanten. Und das heißt, das erste Feature sozusagen, das erste Merkmal, das wir annehmen müssen, wenn wir die unterteilen wollen, ist ein Merkmal vokalisch und ein Merkmal konsonantisch. Aber man hat eben festgestellt, es ist sehr praktisch und sehr einfach, diese Feature binär zu gestalten, also so zu gestalten, dass es nur Plus- und Minus-Ausprägungen dieser Merkmale gibt. Und das heißt, wir können hier in diesem Fall ein Merkmal Plus, Minus, konsonantisch annehmen. Plus konsonantisch haben wir einen Konsonant, Minus konsonantisch haben wir ein Vokal vorliegen. Könnte natürlich genauso gut Plus, Minus vokalisch machen, das spielt keine Rolle. Jetzt nehmen wir noch ein anderes Phonem des Deutschen, zum Beispiel ein P. Und beim P ist nochmal ein ganz interessanter Fall, diese sogenannten Plosivlaute, wo eine Verengung im Mund gebildet wird und dann entsteht ein Luftdruck. Und sobald der Luftdruck hoch genug ist, wird dieser Verschluss gesprengt, wie ein P oder ein T oder ein K. Und das Interessante an dieser Art von Laut ist, dass wenn wir diese Laute artikulieren, ist der Mund geschlossen. Also bei einem P sind die Lippen geschlossen, bei einem T wird hier hinter den Zähnen am Zahndamm ein Verschluss gebildet, bei K noch weiter hinten. Aber das Interessante ist eigentlich an diesen Lauten, dass sie durch einen Verschluss gebildet werden. Das heißt, wenn Sie jetzt wiederum eine akustische Messung vornehmen würden und im Sprachsignal schauen würden, wenn Sie ein Wort wie Papa aufnehmen würden, wie dieses Schallsignal aussieht, dann würden Sie feststellen, dass dieses P und das T und das K sehen alle genau gleich aus. Die zeichnet sich nämlich durch akustische Stille aus. Das heißt, es gibt Sprachlaute, die gibt es eigentlich gar nicht. Die hören wir nicht. Und wir können die nur erkennen, weil danach immer ein Vokal folgen muss. Und anhand dieses Vokals erkennen wir den vorangehenden Konsonanten. Sie merken schon, die Sache ist ganz schön kompliziert. Aber, und Sie merken auch schon, ich rede da sehr gerne drüber. Das Wichtige ist Folgendes. Wir können zum Beispiel Minimalpaare mit P und B bilden und wissen deswegen, dass es ein Phonem P und ein Phonem B geben muss. Und diese beiden Phoneme unterscheiden sich nur in einem einzigen Feature, nämlich plus-minus stimmhaft. Das P ist stimmlos, die Stimmlippen machen gar nichts und beim B schwingen die Stimmlippen mit. Sie merken dieses Schwingen der Stimmlippen, wenn Sie die Hand an den Kehlkopf halten. Okay, also man hat gedacht, Phoneme wären die kleinsten Atome, aber man hat festgestellt, es gibt noch subatomare Einheiten, oder es gibt eigentlich, die eigentlichen Atome sind gar nicht die Phoneme, sondern die eigentlichen Atome einer Sprache sind die sogenannten distinktiven Merkmale, und diese distinktiven Merkmale sind binär.
Ein B und ein P unterscheiden sich eigentlich überhaupt nicht. Die machen genau das Gleiche. Die machen den Mund zu an den Lippen. Sie stauen Luft von hinten auf und sprengen diesen Verschluss ganz plötzlich wieder. Nur beim B schwingen die Stimmlippen noch ein bisschen mit. Sie können das für alle, Sie können alle Laute so beschreiben. Und dann eben auch Minimalpaare in solchen Fällen bilden, wie zum Beispiel packen und backen. Okay, das war ein etwas längerer Ausflug in die Phonologie. Dann gibt es ein Merkmal laut Hocke, das nennt sich Distanzfähigkeit. Wir können über die Vergangenheit sprechen, wir können über die Zukunft sprechen und wir können sogar über Dinge sprechen, die wir uns nur ausgedacht haben. Sprache ist produktiv, hier habe ich ein etwas fürchterliches Bild gemalt. Wir können unendlich oder also theoretisch unendlich viele wohlgeformte Sätze einer Sprache bilden. Wir können unendlich viele Sätze sagen und wir können unendlich viele Sätze verstehen. Das heißt, wir können auch einen Satz sagen, der noch nie vorher geäußert worden ist und wir können einen Satz verstehen, den wir noch nie zuvor gehört haben. Dann wird Sprache tradiert und das ist eben nicht, Sprache ist nicht angeboren. Es gibt, habe ich vorhin schon gesagt, schon sowas wie ein angeborenen Drang, eine Sprache zu verwenden und zu erwerben, aber Sprache an sich ist nicht angeboren. Das heißt, wenn Sie ein Kind in Isolation aufwachsen lassen würden, dann würde das Kind keine Sprache erwerben. Das wissen wir auch aus leider sehr drastischen Fällen von sogenannten Wolfskindern, wo Kinder eben tatsächlich in Isolation oder fast vollständig in Isolation aufgewachsen sind, dass das nicht funktioniert. Das heißt, wir brauchen Spracherwerb und dieser Spracherwerb funktioniert nur mit Sprachvorbildern. Das heißt, hier in diesem Bild ist jetzt zum Beispiel das Kind fragt, was ist das? Und der Erwachsene sagt, ein Spatz. Und das Kind lernt eben das Wort Spatz durch dieses Sprachvorbild. So, und dann kommt die letzte Eigenschaft, die nennt sich doppelte Artikulation oder Duality of Patterning. Und diese Eigenschaft ist ganz eng mit einer Eigenschaft verbunden, die wir schon hatten, nämlich dass wir Sprache segmentieren können in solche atomaren Einheiten, in Phoneme oder in distinktive Merkmale. Und was damit passiert, ist, dass wir beim Sprechen immer zwei Dinge gleichzeitig machen, nämlich einerseits produzieren wir Einzelsegmente, die an sich nichts bedeuten, und die kombinieren wir zu größeren Einheiten, die etwas bedeuten. Und diese Eigenschaft einer Sprache nennt sich einfach doppelte Artikulation. Okay, und jetzt kommt natürlich der Witz, warum ich Ihnen das beibringe. Das hat natürlich schon auch einen didaktischen Hintergrund. Nämlich, wir schauen uns jetzt diese 13 Design-Features nochmal kurz an und überlegen uns, wie sieht es jetzt mit Gebärdensprachen aus? Und wir können natürlich beim ersten Feature, hier behauptet, dass Sprachen immer über den Sprechapparat gebildet werden und immer über Schallwellen übertragen werden, die immer über das Ohr wahrgenommen werden, natürlich gleich mal sagen, naja, also das scheint nicht zu stimmen, der Herr Bross würde sonst hier nicht sitzen und was über Gebärdensprachen erzählen, wenn das für alle Sprachen gelten würde. Aber wie gesagt, zu der Zeit, als dieser Aufsatz entstanden ist, hat man sich einfach noch keine Gedanken gemacht über Gebärdensprache. Das zweite Feature, die breiträumige Übertragung, ist ein bisschen schwieriger schon, denn im ersten Moment hätte ich jetzt, also als ich da das erste Mal drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, nee, das ist ja nicht so, weil es gibt ja auch keine Schallwellen. Aber wenn wir uns das Ganze ein bisschen abstrakter vorstellen, können wir schon sagen, dass es das in Gebärdensprachen auch gibt. Denn was passiert, wenn wir in einer Lautsprache was produzieren, ist, dass Schallwellen produziert werden, die übers Ohr wahrgenommen werden und dort wird das Ohr auch in Schwingungen versetzt, das Trommelfell, und diese Schwingungen werden dann in neuronale Signale übertragen. Aber was bei Gebärdensprachen passiert, ist, dass ein visuelles Signal erzeugt wird und dieses visuelle Signal wird über Lichtwellen übertragen, die auf die Retina eines Beobachters oder einer Beobachterin fallen und dann in ein neuronales Signal übertragen werden. Das heißt, eigentlich auf einer etwas abstrakteren Ebene ist das schon das Gleiche. In dem Extremfall, wo ich gesagt habe, wenn ich mich umdrehe, da ist es natürlich nicht so, aber das Grundprinzip ist trotzdem das Gleiche. Und dass wir natürlich auch orten können, woher ein visuelles Signal kommt, ist ganz logisch. Auch wenn das nur in der Peripherie ist, wir sehen ja sofort, wo die Richtung ist. Also das ist schon eigentlich das Gleiche.
Dann das schnelle Abklingen, also ich denke, das ist klar, sobald was gebärdet ist, ist es wieder vorbei, da können wir ganz schnell drüber gehen. Die Austauschbarkeit, sobald Sie eine Gebärdensprache verwenden können, können Sie die auch verstehen, das ist ganz logisch. Die vollständige Rückkopplung ist im ersten Moment eigentlich ganz klar. Ich sehe ja, was ich gebärde, genauso wie eine hörende Person hören kann, was sie sagt, sieht man, was man gebärdet. Es gibt so vielleicht so ein paar Ausnahmen, es gibt so Gebärden, die werden irgendwo am Kopf gemacht, wo man dann nicht mehr sieht, was man tut, aber es gibt die sogenannte Propriozeption, die dazu führt, dass wir wahrnehmen können, was unser Körper tut und wie er im Raum gelegen ist. Das heißt, wir sehen zwar unsere Hand hier oben nicht mehr, aber wir können fühlen und wir können wahrnehmen, wo sich unsere Hand befindet. Ich denke, das ist also auf jeden Fall auch genau das Gleiche. Sprachsignale sind in erster Linie Sprachsignale, diese Spezialisierung. Natürlich dienen Sprachsignale in der Gebärdensprache genau zu diesem Zweck, nämlich nur, dass sie Sprachsignale sind. Aber man sieht natürlich genauso auch, ob jemand sauer ist oder wütend oder traurig. Die Sprachsignale haben Bedeutung, natürlich in Gebärdensprachen genauso. Dann der Punkt, die Arbitrarität, da werde ich gleich nochmal genauer drauf eingehen. Da habe ich jetzt mal ein Fragezeichen hingemacht. Und dieser Punkt verdient etwas mehr Aufmerksamkeit. Dann die Sache, dass wir einen Satz in Wörter zerlegen können, diese Wörter in Silben zerlegen können, diese Silben in kleinere Einheiten wie Phoneme zerlegen können. Da können wir, und das überrascht viele, ganz klar sagen, ja, das geht auch. Und auch darauf werde ich noch näher eingehen. Dann, wir können über Vergangenes und Zukünftiges und Vorgestelltes reden. Ja, natürlich, ganz genauso. Ist produktiv. Wir können unendlich viele Sätze bilden und verstehen. Ganz genauso. Dann die Tradierung, dass das eben erworben wird. Das ist ganz genau dasselbe. Und das Duality of Patterning, die doppelte Artikulation, dass wir kleinere Einheiten bilden, die nichts bedeuten und die zu größeren Einheiten verbinden, die eine Bedeutung haben. Das ist auch ganz klar so. Okay, das war der Einstieg und das ist sozusagen der Plan. Wir schauen uns jetzt diese Fälle, wo es so ein bisschen knifflig ist oder ein bisschen vielleicht auch nicht so intuitiv ist, genauer an. Ich fange an mit diesem Punkt Arbitrarität versus Ikonizität und wir können das ganz schön illustrieren, wenn man sich als hörende Person oder als Person, die noch nie was von der Gebärdensprache gehört hat, überlegt, wie könnte man zum Beispiel das Substantiv Autogebärden, dann die meisten haben da schon eine Vorstellung und können das ungefähr sagen und viele raten dann richtig, dass das irgendwie so aussieht. Dann frage ich die Leute oft, wie können sie sich vorstellen, wird Autofahren gebärdet? Naja, das ist so und dann sind die Leute mal ganz überrascht und sagen, hä, aber wie kann denn das Substantiv Auto und das Verb Autofahren genau gleich aussehen? Dazu gibt es zwei Dinge zu sagen. Erstens gibt es zumindest für gewisse Gebärdensprachen Forschungen, dass das nur an der Oberfläche gleich auszusehen scheint, aber dass es minimale Unterschiede gibt. Nämlich zum Beispiel, dass in manchen Gebärdensprachen dann die Substantivgebärde etwas kleiner gemacht wird und die Verbgebärde etwas größer, aber kaum wahrnehmbar. Also kaum wahrnehmbar für jemanden, der die Gebärdensprache nicht beherrscht. Und das weiß ich nicht, ob das im Deutschen so ist, weil es dazu keine Untersuchungen gibt, aber, oder zumindest keine, die mir bekannt sind, aber das ist eigentlich überhaupt nicht überraschend. Das gibt es in jeder Sprache. Denken Sie an das Wort fahren im Deutschen. Das Wort fahren kann ein Substantiv sein. Das Fahren macht mir Spaß. Oder es kann eben ein Verb sein. Eben im Infinitiv dann. Das heißt, es ist gar nicht verwunderlich, denn es ist, ja, Sprachen sind ja keine, werden ja nicht zusammengewürfelt, sondern haben eine Grammatik, haben eine Struktur. Das heißt, aus der Struktur, aus der Stellung der Gebärde im Satz wird klar, ob es sich um ein Verb oder ein Substantiv handelt. Die Gebärde vertrinken, da kommen die meisten auch intuitiv drauf, dass die irgendwie so aussieht, oder je nachdem, was man trinkt, vielleicht auch so aussieht. Die Gebärde für Deutschland, da tun sich die Leute oft sehr schwer, da kommen die Leute eigentlich nicht drauf und dann gebe ich immer als Tipp so einen Hinweis, das ist was Historisches, dann kommen die Leute immer mit sehr abstrusen Vorstellungen, wie man das gebärden könnte und das mache ich jetzt nicht vor, aber Sie können sich wahrscheinlich denken, aber die Gebärde für Deutschland erinnert an die Pickelhaube,
Dann frage ich die Leute, wie könnte man Alltag werden? Da kommt auch nie jemand drauf. Alltag. Und die anderen Gebärden, da reden wir gleich, oder vielleicht machen wir es doch gleich. Die Gebärde für Frankfurt erinnert an den Handel. Die Gebärde für München erinnert an die Könige, die dort gelebt haben. Oder wahlweise, manche Leute sagen auch, es ist die Frauenkirche. Die Gebärde für Stuttgart. Die Gebärde für Heidelberg, die aussieht wie die Gebärde für Spielen, aber warum, weiß ich nicht. Und die Gebärde für Dortmund. Nun habe ich diese Gebärden nicht zufällig ausgesucht, sondern die Städte habe ich dazu getan, was die Leute immer interessiert, aber die anderen Gebärden habe ich nicht zufällig ausgesucht, sondern habe mir dabei Gedanken gemacht. Bei Gebärden wie Autofahren oder Trinken kommen die Leute sofort drauf. Bei einer Gebärde wie Deutschland ist es so, dass die Leute nicht drauf kommen. Man würde diese Gebärde, wenn man nicht weiß, was sie bedeutet, auch nicht verstehen. Aber wenn man die Erklärung dahinter kennt, ist es sehr durchsichtig und sehr einleuchtend. Bei der Gebärde für Alltag ist es zum Beispiel so, dass es sehr schwierig ist zu erklären, warum die so ist. Es gibt dann schon eine gewisse Ähnlichkeit mit anderen Gebärden, die was mit Tagen zu tun haben. Da könnte man spekulieren, aber im Prinzip ist diese Gebärde eigentlich arbiträr. Und das Gleiche gilt aber auch für die Städte. Es gibt Städtenamen. Bei Dortmund ist ihnen einleuchtend, warum die Gebärde so ist. Bei Heidelberg ist zumindest mir vollkommen unklar, was das mit Spielen zu tun hat. Genauso bei Stuttgart ist mir vollkommen unklar, was diese Form der Gebärde an der Nase da eigentlich macht. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Und meistens war es, ich habe keine Ahnung. Bei München ist es wieder relativ durchsichtig, aber eben nur, wenn man es weiß. Das heißt, es gibt verschiedene Fälle. Es gibt einmal den Fall, da ist es ganz ikonisch, das haben wir gesehen beim Kuckuck. Das ist ganz ikonisch, das ist das Trinken und das Autofahren, weil hier die Oberflächenform der Gebärde und der potenzielle Referent eben tatsächlich eine Ähnlichkeit haben. Bei anderen Sachen ist es so, dass wenn sie es wissen, ist es transparent, aber wenn sie es nicht wissen, ist es vollkommen undurchsichtig. Und dann gibt es diese Fälle, die einfach absolut arbiträr sind. Jetzt können wir uns die Frage stellen, warum ist es so? Na, die Antwort auf diese Frage ist ganz einfach. Die Welt besteht zum großen Teil nicht aus Geräuschen. Deswegen, also ein Tisch macht kein Geräusch, ein Auto macht zwar ein Geräusch, aber auch unterschiedliche Geräusche, ja genau. Und viele Dinge haben aber visuelle Eigenschaften. Vor allem Dinge, die man tut, wie Autofahren oder Trinken. Deswegen eignen sich Gebärdensprachen natürlich viel mehr dazu, solche ikonischen Gebärden verwenden zu können, was in Lautsprachen schlicht und ergreifend einfach oft sehr, sehr schwer nur möglich ist. Das Ganze hat aber auch noch eine historische Dimension. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, diese Idee der Arbitrarität geht noch auf andere Leute zurück und die geht auf eine Zeit zurück, als die Sprachwissenschaft begründet wurde. Und man war einfach felsenfest davon überzeugt, dass Sprachen immer arbiträr sein müssen. Das wiederum hat dazu geführt, dass als man angefangen hat festzustellen, dass Gebärdensprachen doch natürliche Sprachen sind, man ein Problem hatte. Man hatte das Problem, naja, wir haben auf der einen Seite immer gesagt, Sprachen sind arbiträr und auf der anderen Seite haben wir diese Gebärdensprachen, die ganz offensichtlich einen großen Anteil im Vokabular, einen großen Teil von Gebärden im Vokabular haben, die nicht arbiträr sind. Und dann kam es erstmal zu einer sehr interessanten Reaktion innerhalb der Linguistik. Man hat nämlich versucht, diese Ikonizität wegzuerklären und hat gesagt, es sieht nur ikonisch aus, es ist gar nicht ikonisch und Gebärdensprachen sind am Anfang so und dann entwickelt sich das anders oder es spielt keine Rolle im Spracherwerb und so weiter. Hat verschiedene Argumente versucht sich darzulegen und zu sagen, naja, das ist gar nicht, sieht nur so aus. Zeitgleich kam es zu einer Entwicklung, die hatte mit der Gebärdensprache erstmal gar nichts zu tun, innerhalb der Linguistik, wo Menschen Lautsprachen untersucht haben und gesagt haben, wir haben immer gedacht, dass Lautsprachen so arbiträr sind, aber in Wirklichkeit gibt es sehr viel Ikonizität in Lautsprachen, wenn wir denn nur genau schauen.
Und solche Fälle mögen auf den ersten Blick vielleicht sogar auch trivial erscheinen, aber wir haben viele Fälle von Ikonizität, wenn Sie zum Beispiel nur darüber nachdenken, wie wir unsere Sprache organisieren. Also zum Beispiel das berühmte Cäsar-Zitat, Veni, vidi, vici, ich kam, sah und siegte. Natürlich gibt es eine Ähnlichkeit zwischen dem Event, das da beschrieben wird, nämlich das hat zeitliche Abfolgen und der zeitlichen Abfolge, wie das gesagt wird. Das ist natürlich schon auch eine Art von ikonischem Verhältnis. Und man hat eben einen ganzen Haufen von ikonischen Eigenschaften in Lautsprachen gefunden. Und dann hatte man diese lustige Situation, dass es auf der einen Seite Linguistinnen und Linguisten gab, die gesagt haben, oh, wir finden ganz viel Ikonizität in Lautsprachen. Und auf der anderen Seite gab es Linguisten, die gesagt haben, wir müssen irgendwie die Ikonizität in Gebärdensprachen weg erklären. Naja, dann hat sich das natürlich, das ist in der Wissenschaft ja ganz normal, dass es dann verschiedene Richtungen gibt und irgendwann merkt man, okay, irgendwie müssen wir beide irgendwie recht haben. Erstmal mussten sich die Leute natürlich mal treffen. Die Linguistik ist schon eine relativ ausdifferenzierte Wissenschaft. Die Leute mussten sich natürlich erstmal treffen und zu einem Ergebnis kommen, dass wahrscheinlich beide Seiten einfach recht haben, dass Sprachen einfach an sich ikonische Anteile haben und sie kennen das ja vielleicht, dass es das eben zum Beispiel im Japanischen zum Beispiel auch sehr stark gibt, dass die wenigen Dinge, die eben akustische Eigenschaften haben, dort auch in der Lautsprache artikuliert werden und dann zum Beispiel das Wort Schlucken Gong heißt und dann so eben dieses Wort so ein Schluckgeräusch beinhaltet. Okay, also heute sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Sprachen sind oft arbiträr, aber ikonische Anteile sind ganz normal. Dann noch ein paar terminologische Anmerkungen. Sie sehen hier das Wort taubstumm habe ich durchgestrichen. Dieser Begriff wird als Beleidigung empfunden, sogar oft auch als sehr starke Beleidigung. Dieser Begriff impliziert, dass jemand gar nicht die Möglichkeit hat, sich mitzuteilen. Und taube Menschen können sich ja mitteilen. Und sie können sich artikulieren und sie können natürlich auch über Gebärdensprache kommunizieren. Dann gibt es hier noch zwei Begriffe, die in der Regel als neutral empfunden werden, nämlich einmal taub und einmal gehörlos. Wobei es da in letzter Zeit auch eine Diskussion darüber gab, ob der Begriff gehörlos angemessen ist. Denn dieser Begriff legt den Fokus schon sehr stark auf ein Defizit, das gar nicht als ein Defizit empfunden wird. Also der Begriff taub ist auf jeden Fall angemessen. Dann sehen Sie, der Begriff Gebärdensprache ist ein Begriff, den ich jetzt schon häufiger verwendet habe. Das ist die korrekte Bezeichnung, der korrekte Fachterminus. Der Begriff Zeichensprache wird hier nicht verwendet. Der klingt auch irgendwie so spielerisch und irgendwie, als ob es sich nicht um die richtige Sprache handeln würde. Und mit dem Begriff Pantomime meint man was ganz anderes, nämlich einfach das Nachahmen von Handlungen mit dem Körper. Und dieses Nachahmen hat keine innere Struktur und es handelt sich nicht um eine Sprache. Im Englischen gibt es noch eine Unterscheidung zwischen deaf und deaf, einmal klein geschrieben, einmal groß geschrieben. Und mit diesem Unterschied meint man einmal den audiologischen Status, nämlich das Taubsein, und einmal die Zugehörigkeit zur Kulturgemeinschaft der tauben Menschen und der Gebärdensprachgemeinschaft. Dann noch zwei Abkürzungen, GS für Gebärdensprache und DGS für deutsche Gebärdensprache. Diese Begriffe, diese Abkürzungen tauchen gleich noch auf. Einen wichtigen Unterschied, den man in der Literatur oft macht, den bezeichnet man als Modalitätsunterschied. Und dieser Unterschied betrifft wirklich nur die Produktions- und die Perzeptionsweise, nämlich der Unterschied, dass Lautsprachen akustisch-auditive Sprachen sind, nämlich also mit dem Sprechapparat gebildet werden und über die Schallwellen übertragen und dann mit den Ohren aufgenommen. Und Gebärdensprachen, sagt man, sind gestisch-visuelle Sprachen, die werden also mit dem Körper gebildet und dann das visuelle System wahrgenommen. Der Begriff gestisch wird hier immer wieder kritisiert, weil Gesten und Gebärden zwar verschiedene Dinge sind. Gesten lassen sich nicht in kleinere Einheiten zerteilen, Gebärden eben schon, deswegen ganz passend ist das eigentlich nicht. Aber irgendwie hat sich das eingebürgert. Dann habe ich schon angedeutet, es scheint mehrere Gebärdensprachen zu geben, das ist auch richtig. Wie viele genau, weiß man allerdings nicht. Es gibt eine schöne Webseite, der Ethnologue, und der Ethnologue listet alle Sprachen auf, die in irgendeiner Form dokumentiert sind. Und im Moment listet der Ethnologue, ich habe es erst vor ein paar Tagen nochmal nachgeschaut, 150 verschiedene Gebärdensprachen mit ungefähr 5 Millionen Sprecherinnen und Sprechern auf. Man vermutet aber, dass es viel mehr Gebärdensprachen gibt, nämlich ungefähr zwischen 200 und 400 verschiedene. Aber so genau weiß man das einfach nicht, weil Gebärdensprachen schlicht und ergreifend nicht gut untersucht sind bisher.
Es ist dann auch so, der Begriff deutsche Gebärdensprache legt irgendwie nahe, dass es in Deutschland eine Gebärdensprache gibt und in der Schweiz gibt es eine und in Russland gibt es eine und in jedem Land gibt es eine. So einfach ist es aber nicht. Es gibt oft die Situation, dass es eine Gebärdensprache gibt, die in mehreren Ländern gesprochen wird und umgekehrt gibt es oft ein Land, wo mehrere Gebärdensprachen verwendet werden. Also auf Mauritius zum Beispiel gibt es zwei Gebärdensprachen. Das habe ich schon gesagt. Gebärdensprachen sind natürliche Sprachen mit einer komplexen Grammatik. Und Gebärdensprachen entstehen auf ganz natürliche Weise. Die werden also auch nicht erfunden. Und die entstehen immer dann, wenn taube Menschen über einen längeren Zeitraum hinweg zusammenleben. Ich habe ja noch hingeschrieben, dass es innerhalb von Gebärdensprachen Dialekte gibt. Und was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass alles, was Sie sich vorstellen können, was es in der Lautsprache gibt, gibt es in Gebärdensprachen auch. Es gibt zum Beispiel eben Dialekte. Oder es gibt Akzente. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel russische Gebärdensprache als Muttersprache hat und dann nach Japan geht und japanische Gebärdensprache lernt, dann sehen die das und die sehen, dass diese Person einen Akzent spricht. Dann nochmal terminologische Anmerkungen. Es gibt zwei Begriffe, die klingen irgendwie nach Gebärden, sind aber keine Gebärden, nur der Vollständigkeit halber. Es gibt lautsprachbegleitende Gebärden. Das ist einfach die Lautsprache, die Grammatik einer Lautsprache genommen und eins zu eins in Gebärden übersetzt. Das ist natürlich keine Gebärdensprache in dem Sinne. Und dann gibt es auch laut unterstützende Gebärden, wo einfach richtige Inhaltswörter gebärdet werden. Das ist natürlich auch keine Gebärdensprache. Eine sehr interessante Frage ist, seit wann es eigentlich Gebärdensprachen gibt. Und diese Frage ist ehrlich gesagt gar nicht so leicht zu beantworten. Wir finden in der Literatur, auch schon in der Antike, immer wieder Beschreibungen, wo man denken könnte, ah, das muss eine Gebärdensprache sein, aber wir wissen es schlicht und ergreifend nicht, weil die Quellenlage einfach nicht gut genug ist. Diese Beschreibungen sind oft sehr oberflächlich, oft sind es auch nur einzelne Sätze oder ein paar Sätze, wo einfach drinsteht, dass es irgendwo taube Menschen gibt, die mit dem Körper kommunizieren. Es gibt auch ein paar berühmte Fälle, zum Beispiel am osmanischen Königshof gab es sehr viele taube Menschen, die zusammengelebt und zusammengearbeitet haben und die den Quellen zufolge manuell kommuniziert haben. Wir können davon ausgehen, dass es sich vermutlich um eine Gebärdensprache gehandelt hat, aber ganz sicher wissen wir es nicht, einfach weil diese Sprache nicht beschrieben wurde. Zumindest für Europa können wir sagen, dass die Gebärdensprachen ungefähr 200 bis 300 Jahre alt sind und das wissen wir natürlich erstens aus der Dokumentation, die in diesem Fall vorhanden ist. Und dieses Alter ist eigentlich ganz interessant, wenn wir uns nämlich fragen, was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass eine Gebärdensprache entsteht? Ich habe schon gesagt, die Voraussetzung ist, dass genügend taube Menschen zusammenleben. Wir können das im Prinzip auch verallgemeinern. Wenn genügend Menschen über einen langen Zeitraum hinweg zusammenleben und lautsprachliche Kommunikation in irgendeiner Art und Weise nicht möglich ist, entstehen immer Gebärdensprachen. Das habe ich schon mal angedeutet, es scheint sowas in dem Menschen drin zu geben, so diesen Drang zu kommunizieren, den Drang zur Sprache. In Europa war das so, dass es natürlich immer schon taube Menschen gegeben hat, aber die haben verteilt übers Land gewohnt. Ob es mal da ein Dorf und da ein Gehörlosen und da irgendwo ein Weiler und da mal ein Bauernhof, wo jemand gehörlos war, aber die haben natürlich nicht miteinander kommuniziert oder haben sich nur sehr selten getroffen. Was wir also brauchen, ist eine große Stadt, einen großen Agglomerationsraum und diese großen Städte entstehen erst im Laufe der industriellen Revolution. Dann haben wir also eine große Stadt, da leben genügend taube Menschen, aber die müssen natürlich auch noch zusammenkommen. Dafür brauchen wir irgendwelche Zentren, in der Regel waren das Schulzentren. Aber diese Gründung der Schulen braucht wieder eine Voraussetzung und das klingt vielleicht ein bisschen überraschend. Die Voraussetzung für diese Gründung der Schulen ist, dass sich überhaupt die Ansicht durchsetzt, dass taube Menschen bildungsfähig sind. Und es hat sich seit der Antike irgendwie das Gerücht verbreitet, dass Wahrnehmung und Denken ein integriertes System bilden. Und wenn das Denken gestört ist, ist die Wahrnehmung gestört. Und wenn die Wahrnehmung gestört ist, ist das Denken gestört. Und deswegen hat man angenommen, dass wenn ein Sinn fehlt, die Leute nicht richtig denken können und deswegen auch nicht in die Schule gehen müssen, weil das nicht funktioniert. Und erst als man gemerkt hat, dass das nicht stimmt, hat man eben verstanden, dass man auch Schulen für blinde oder taube Menschen gründen kann. Die erste Schule für taube Menschen wurde in Frankreich gegründet im 18. Jahrhundert von einem Geistlichen namens Charles-Michel de Lépée. Und dieser Charles-Michel de Lépée hat gemerkt, diese tauben Menschen kommunizieren hauptsächlich mit den Händen und hat gesagt, es ist wahrscheinlich eine gute Idee, diese Menschen dort abzuholen, wo sie sind und die Gebärden, die sie haben, in den Unterricht zu integrieren. Diese Art und Weise der Beschulung hat einen eigenen Namen bekommen, nämlich französische Methode, naheliegenderweise, weil sie aus Frankreich kommt.
Etwa zeitgleich gab es in Deutschland einen Lehrer, Samuel Heinicke, der auch eine Gehörlosenschule gegründet hat, nämlich in Leipzig. Und seine Idee war es, taube Menschen von Anfang an an Lautsprache zu gewöhnen. Seine Überzeugung war, er hat gesagt, wir leben in einer hörenden Welt. Die Mehrheitsgesellschaft ist hörend und benutzt eine Lautsprache und die tauben Menschen müssen sich integrieren und die müssen lernen, sich zu artikulieren und die müssen lernen, von den Lippen abzusehen. Diese Methode nennt man entsprechend deutsche Methode oder, und das ist der gängigere Begriff, Oralismus. Sie merken, das klingt abwertend, das ist natürlich absichtlich so. Ein Blick in die USA, 1815, schickte ein Amerikaner, ein Philanthrop, Mason Coxwell, der war sehr reich, den Geistlichen Thomas Gallaudet nach Europa und Mason Coxwell hatte eine taube Tochter und er wollte die beste Bildung für seine Tochter und hat deswegen den Gallaudet nach Europa geschickt und hat eben den Auftrag mitgegeben, die Bildungsmethoden in Europa anzuschauen und die beste Methode zu finden und mit in die USA zu bringen. Gallaudet war unter anderem auch in Paris und hat diese Schule von Charles-Michel Delepé besucht und hat dann dort einen tauben Lehrer kennengelernt, Laurent Clerc, und den hat er mit in die USA genommen und Gallaudet war eben sehr angetan von dieser französischen Methode und dieser Idee, die Gebärden in den Unterricht zu integrieren. Als sie dann wieder in den USA waren, haben sie in Connecticut eine Schule gegründet, die auch heute noch existiert, die American School for the Deaf. Und der Laurent Clerc hat da dann eben auch gearbeitet. Es ist interessant zu schauen, wie sich die Schülerschaft dieser Schule zusammengesetzt hat. Einerseits waren das natürlich Schülerinnen und Schüler aus der Umgebung. Andererseits kamen sehr viele Schülerinnen und Schüler von einer kleinen Insel, Martha's Vineyard. Diese Insel ist sehr bekannt, die ist sehr, sehr schön und eine sehr beliebte Urlaubsregion. Die amerikanischen Präsidenten machen traditionellerweise auch Urlaub auf Martha's Vineyard. Vor allem eben deswegen, weil es dort keinen Handyempfang gibt und Sie können sich vorstellen, welcher Präsident mit dieser Tradition gebrochen hat und nie nach Martha's Vineyard in den Urlaub gefahren ist. Natürlich Donald Trump, weil da kann man nicht twittern. Und die Insel ist auch noch bekannt, weil die ersten soziolinguistischen Untersuchungen dort gemacht wurden. Aber, und das spielt jetzt für uns eine Rolle, es gibt noch eine andere Besonderheit auf dieser Insel. Auf dieser Insel gab es eine relativ große Anzahl an tauben Menschen. Erblich bedingt waren viele Menschen dort taub. Und deswegen entstand dort, wie ich ja gesagt, Gebärdensprachen entstehen immer, wenn genügend taube Menschen zusammenkommen. Es entstand dort eine Gebärdensprache, die Martha's Vineyard Sign Language. Dann wurde 1846 in Washington das National Deaf Mute College gegründet. Der Begriff Deaf Mute ist wie taubstumm heute wirklich sehr beleidigend. Und dieses College ist heute eine Universität und heißt Gallaudet University, benannt nach diesem Thomas Gallaudet. Und ist die einzige Universität auf der Welt, die es ermöglicht, auf Gebärdensprache zu studieren. Und was dann passiert ist in dieser Schule, in dieser American School for the Deaf, ist, dass dort französische Gebärdensprache verwendet wurde, aber auch viele Leute da waren, die Martha's Vineyard Gebärdensprache gesprochen haben und diese Gebärdensprachen haben sich vermischt und daraus ist dann die heutige American Sign Language entstanden. Und Sie merken schon, es gibt also Gebärdensprachen, die miteinander verwandt sind, wie die französische und die amerikanische Gebärdensprache oder die deutsche und die israelische Gebärdensprache. Aber es gibt auch viele Gebärdensprachen, die isoliert entstehen. Dieser Streit um die Frage, ob man diese französische Methode von Delepé verwendet oder auf den Oralismus setzt, die wurde sehr lange und sehr hitzig diskutiert. Es waren hauptsächlich hörende Leute, die das diskutiert haben, an den tauben Menschen vorbei. Und es gab 1880 in Mailand einen Kongress, wo sich Taubenlehrer getroffen haben, um diese Frage zu diskutieren und zum Abschluss zu bringen. Es war auch wieder hier nur eine einzige taube Person anwesend. Da sieht man auch, wie stark diese Menschen übergangen worden sind. Und auf dieser Konferenz wurde beschlossen, Gebärdensprachen zu verbieten und einfach in Europa auf den Oralismus zu setzen. Es ist ganz interessant zu sehen, der Präsident dieser Konferenz, Giulio Tara, hat es begründet in seiner Abschlussrede, hier zitiert nach Harlan Lane. Und man sieht in diesem Zitat sehr schön, der Präsident spricht von Gesten, also nicht von Gebärden. Und diese Gesten seien nicht die richtige, die wahre Sprache der Menschheit, weil sie immer nur
die Sinne anspricht und nicht den Geist anspricht, und im Gegensatz eben zur Lautsprache, die das eben anscheinend tut. Man sieht also, was für eine Vorstellung davor geherrscht hat. Und dann machen wir einen Zeitpunkt, der ist sehr krass, nämlich einen Zeitpunkt nach 1960. Das ist wirklich also ein sehr großer Sprung jetzt. 1960 hat William Stokoe ein Buch veröffentlicht, in dem er gezeigt hat, dass Gebärdensprachen tatsächlich segmentierbar sind, wie Lautsprachen auch. Sie erinnern sich an das, was ich vorhin gesagt habe über Phoneme und distinktive Merkmale und wie man damit Minimalpaare bilden kann. William Stokoe war Lehrer an der Gallaudet University und hat sich intensiv mit der Gebärdensprache beschäftigt. Und es ist ganz auch interessant zu sehen, wie das in der damaligen Zeit aufgenommen wurde. Die Leute haben ihn einfach verrückt gehalten, dass man Gebärdensprachen analysieren kann. Und man sieht sogar, hier ein tauber Stokoe-Schüler, Gilbert Eastman, hat später aufgeschrieben, wie er das empfunden hat, und hat geschrieben, dass sie ihn ausgelacht haben und dass sie gesagt haben, der ist verrückt, weil es einfach unmöglich ist, eine Gebärdensprache zu analysieren. Und es ist also wirklich, diese Publikation ist auch lange nicht wahrgenommen worden. Sie sehen hier unten, ich habe noch aufgeschrieben, dass erst dann in den späten 70er oder Ende der 70er Jahre die nächsten Gebärdensprachstudien kamen, die dann zeigen konnten, dass Gebärdensprachen eben eine komplexe Grammatik haben. Es gibt auch immer wieder das Gerücht, dass William Stokoe dieses Buch eigentlich schon lange vorher geschrieben hatte und es sich nie getraut hat, es zu veröffentlichen, eben weil diese Idee für die damaligen Verhältnisse einfach ja revolutionär war. Aber ob dieses Gerücht stimmt, weiß man nicht. Schauen wir uns Gebärdensprachen genauer an. Wir haben einen Gebärdenraum, in dem artikuliert werden kann. Man kann zum Beispiel nicht unter der Gürtellinie artikulieren. Ein bisschen hinein kann man schon artikulieren, aber weiter runter geht nicht. Ein ganz interessanter Faktor ist, dass Muttersprachlerinnen und Muttersprachler sich immer in die Augen schauen und nie auf die Hände. Wenn man eine Gebärdensprache lernt, als hörende Person, schaut man immer zuerst die ganze Zeit auf die Hände, aber Muttersprachlerinnen und Muttersprachler konzentrieren sich immer auf das Gesichtsfeld. Ich werde Ihnen auch gleich noch sagen, warum das so ist. Man kann diesen Gebärdenraum verlassen, aber dann schreit man sich an, man kann den auch kleiner machen, dann flüstert man. Und was Stokoe eben gemacht hat, ist, dass er konnte zeigen, dass es einen Modalitätsunterschied gibt zwischen Lautsprachen und Gebärdensprachen, denn Lautsprachen müssen aufgrund ihrer Struktur, wir sind dazu gezwungen in der Lautsprache, alles nacheinander zu artikulieren. Diese Phoneme folgen immer aufeinander und Gebärdensprachen sind dreidimensional und deswegen können wir sehr viele Dinge gleichzeitig zum Ausdruck bringen. Und Stokoe konnte zeigen, dass es vier Parameter in Gebärdensprachen gibt und anhand dieser vier Parameter können wir, und das zeige ich Ihnen gleich, Minimalpaare bilden. Der erste Parameter ist die Handform. Wir können zum Beispiel eine flache Hand bilden, wir können eine Faust bilden, können den Zeigefinger ausstrecken und so weiter. Die Handstellung, die Handinnenfläche kann nach vorne zeigen, nach unten, zur Seite und so weiter. Man kann die Ausführungsstelle variieren. Es gibt Gebärden, die an der Schulter gebärdet werden, an der anderen Schulter, in der Mitte, im Kopf und so weiter oder auf der Hand. Das ist die Ausführungsstelle. Dann gibt es noch die Bewegungsrichtung. Die Bewegung kann nach oben, nach unten, zur Seite und so weiter sein. Jetzt können wir eine Gebärde nehmen und einen dieser Parameter verändern und wir können dann Minimalpaare bilden. Wir finden also dann eine andere Gebärde, die auch eine wohlgeformte Gebärde ist. Also zum Beispiel gibt es eine Variante der Gebärde für Name, die sieht so aus und die Gebärde für Rot ist so. Und was hier eben passiert ist, dass nur die Ausführungsstelle variiert wird und wir haben so ein Minimalpaar. Oder hier sehen Sie noch ein zweites Beispiel, müssen und Monat. Die Gebärde für müssen sieht so aus, die Gebärde für Monat sieht so aus. Und was hier eben passiert ist, dass nur die Handstellung verändert wird. Aber die Handform bleibt gleich, die Ausführungsstelle bleibt gleich und die Bewegungsrichtung bleibt auch gleich. Und das ist im Prinzip ganz genau das Gleiche, was in Lautsprachen auch passiert. Das ist genau das Gleiche wie diese distinktiven Merkmale. Das heißt, die Grundstruktur von Gebärdensprachen und Lautsprachen ist wirklich exakt die gleiche. Aber, und das wird eben oft übersehen, man nimmt Gebärdensprachen oft als manuelle Sprachen wahr, wenn man damit nicht vertraut ist. Aber das Gesicht spielt eine wirklich herausragende Rolle. Und zwar nicht nur bei einzelnen Gebärden, wo manchmal das Gesicht eine Rolle spielt, sondern über Gebärden hinweg.
Zum Beispiel, wenn man eine Frage stellt, der Unterschied zwischen einem Aussagesatz und einer Ja-Nein-Frage sind nur die angehobenen Augenbrauen. Gibt es sowas auch in Lautsprachen? Ja, natürlich gibt es auch sowas in Lautsprachen. Wir können in Lautsprachen einen Aussagesatz nehmen, sowas wie du trinkst ein Bier und können den mit der Intonation, die über den Satz drüber geht, in eine Frage verwandeln. Du trinkst ein Bier? Und das ist genau das Gleiche, was mit den Augenbrauen passiert. Und diese Tatsache, dass man in Lautsprachen die Intonation verändern kann, das ist übrigens auch was, das finden wir in allen Sprachen, dass man durch solche Intonationsveränderungen den Satztyp verändern kann. Und wir finden das auch in allen Gebärdensprachen, dass wir mit den Augenbrauen solche Intonationskurven bilden. Und das erklärt auch, warum sich Gebärdensprachbenutzerinnen und Benutzer immer in die Augen schauen. Der Großteil der Grammatik passiert im Gesicht. Also wirklich der absolute Großteil der Grammatik passiert im Gesicht. Der Unterschied, ob es sich um eine Frage handelt, oder eine Ja-Nein-Frage, eine W-Frage, ob es ein Relativsatz ist, ob es ein Konditionalsatz ist und so weiter. Es gibt natürlich auch grammatische Anteile, die mit den Händen passieren. Also die Abfolge der Gebärden spielt zum Beispiel eine Rolle. Aber die Kerngrammatik ist im Gesicht. Genau, ich habe noch eine kurze Folie. Also diese Intonationskurven, die passieren mit den Augenbrauen oben und in der unteren Gesichtshälfte passieren auch Dinge. Und das sind dann eher so adverbiale oder adjektivische Bedeutungen. In der deutschen Gebärdensprache sieht man das ganz schön, dass man oft die Backen aufgeblasen werden oder eingesaugt werden, um anzuzeigen, dass etwas viel oder wenig ist. Eine Frage, die auch immer kommt, ist, spricht man in Gebärdensprache eigentlich langsamer? Das könnte man irgendwie annehmen, weil die Hände ja sehr große Artikulatoren sind und sich viel langsamer bewegen als die Zunge, die sehr klein ist und sehr flink ist. Aber es gibt da sehr schöne und sehr interessante Messungen auch, ob man gleich schnell Informationen weitergeben kann. Und tatsächlich ist die Geschwindigkeit genau die gleiche. Es scheint sowas wie eine natürliche Geschwindigkeit von Sprachen zu geben. Und das liegt ganz einfach daran, dass Gebärdensprachen einfach simultan sind. Man hat zwar größere Artikulatoren, aber man hat zwei Artikulatoren, die man unabhängig voneinander bewegen kann. Man kann sehr viel Information ineinander packen. Und man hat ja gleichzeitig noch das Gesicht und den Kopf. Also man kann wirklich sehr, sehr, sehr viele Dinge auf einmal gleichzeitig zum Ausdruck bringen. Es gibt in Lautsprachen, das zeigt sich immer wieder, sehr viele phonologische Besonderheiten und sehr viele Regeln, wie man Laute miteinander kombinieren darf. Solche Regeln finden wir in Gebärdensprachen auch. Ich habe zwei mitgebracht, nur um das mal angesprochen zu haben und angerissen zu haben, dass Sie das mal gehört haben. Und diese phonologischen Einschränkungen sind deswegen besonders, weil sie universell zu sein scheinen, also in allen Gebärdensprachen wohl so gelten. Es gibt immer eine Hand, die dominant ist. Das ist in der Regel bei Rechtshänderinnen und Rechtshändern die rechte Hand, bei Linkshänderinnen und Linkshändern die linke Hand. Nicht immer, aber in der Regel. Wenn wir uns die Gebärden anschauen, Sie haben das wahrscheinlich schon beobachtet, ist es so, dass manchmal beide Hände die gleiche Handform haben, wie zum Beispiel bei Arbeiten oder bei Spielen. Und manchmal ist es so, dass die Hände eine unterschiedliche Handform haben, wie zum Beispiel bei Arzt. Und wenn die Hände die gleiche Handform haben und sich beide bewegen, dann bewegen sie sich immer auf die gleiche Weise. Das heißt, entweder bewegen sie sich tatsächlich genau gleich oder sie bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung. Aber es wird niemals eine Gebärde geben, die sowas hier machen würde, wo die gleiche Handform ist, aber die Bewegungsrichtungen irgendwie anders sind. Also es ist einfach auch kognitiv sehr schwer, sich sowas vorzustellen. Das in diese Richtung. Und wenn beide Hände eine unterschiedliche Handform haben, dann muss eine Hand stillhalten und nur eine darf sich bewegen und das ist die dominante Hand. Es gibt Elemente, die von Lautsprachen übernommen werden, steht hier. Ich glaube, integrieren ist wahrscheinlich der richtigere Begriff. Natürlich entstehen Gebärdensprachen oft als Kontaktphänomen. Das muss nicht sein. Es gibt, wie gesagt, sehr viele verschiedene Gebärdensprachen, die auch in unterschiedlichen soziologischen Settings entstehen. Es gibt Gebärdensprachen, sogenannte Village Sign Languages, wo es ein Dorf gibt und alle diese Gebärdensprache verwenden. Aber
Und das gibt es zum Beispiel, also wenn Sie sowas interessiert, können Sie das auch mal nachschauen. Es gibt es die Al-Said Bedouin Sign Language in der Negev-Wüste in Israel. Es gibt Katakolog auf Bali zum Beispiel. Aber in der Regel entstehen diese Gebärdensprachen wirklich in engem Kontakt mit Lautsprachen, einfach weil die Lautsprache immer in der Umgebung vorhanden ist. Und deswegen werden gewisse Elemente einmal genommen und teilweise auch integriert. Und was natürlich übernommen wird, ist das Alphabet, weil es eben oft die Notwendigkeit gibt, Dinge aufzuschreiben und klarzumachen und zu buchstabieren. Und das ist natürlich zum Beispiel so, dass man seinen Namen sagen muss. Also ich würde dann sagen, mein Name, und dann würde ich den buchstabieren, Fabian und so weiter. Und dann würde ich sagen, mein Name auf Gebärdensprache ist Fabian. Das heißt, jeder bekommt sich dann noch ein Bild von dem Fingeralphabet. Das Fingeralphabet ist also kein genuiner Bestandteil natürlich der Gebärdensprache, der sich natürlich entwickelt, sondern das Alphabet ist zumindest bei uns natürlich einfach schon da gewesen, und dann hat man natürlich die Notwendigkeit gesehen, dass es das auch braucht. Und jeder bekommt dann in Gebärdensprachen zugewiesen, wenn man eben viel mit Gebärdensprache zu tun hat. Meistens sind es irgendwelche Äußerlichkeiten, also irgendwelche äußerlichen Besonderheiten oder charakterliche Besonderheiten. Es gibt auch Gebärdensprachen, wo dieses Fingeralphabet dann tatsächlich auch in die Sprache rein integriert wird. Das gibt es in der deutschen Gebärdensprache relativ selten. In der amerikanischen Gebärdensprache ist es sehr häufig, dass wenn es ein Fremdwort gibt, also eine neue Erfindung oder so, dann buchstabiert man es am Anfang einmal, und dann wird das natürlich, also man wird ja verrückt, wenn man das jedes Mal buchstabieren muss. Und deswegen ist es dann auch in die Wortbildung integriert, dass man dann den ersten Buchstaben dieses Wortes manchmal nimmt und dann den letzten Buchstaben und dann einfach das zusammenzieht. Genau, dann gibt es Mundbilder. Das sehen Sie ganz oft, wenn Sie Menschen gebärden sehen, dass die Mundbilder oft an das Deutsche erinnern. Ich habe hier zwei Beispiele mitgebracht, Polizei und Deutschland. Diese Gebärden sind manuell genau gleich aus, aber das Mundbild ist unterschiedlich, Polizei und Deutschland. Aber diese Mundbilder sind tatsächlich integriert in das Sprachsystem. Das heißt, die sehen oft ähnlich aus, sind oft aber auch unterschiedlich. Also oft sind es nur einzelne Silbenteile, die zum Beispiel integriert sind. Und die Frage, ob man das denn eigentlich braucht oder nicht, die ist gar nicht so klar. Also wir können erstens beobachten, dass es nicht in allen Gebärdensprachen wir diese Mundbilder finden. Wir finden sie in den Gebärdensprachen, wo wir sie finden, nicht im gleichen Maße. Und da gibt es auch interindividuell ganz starke Unterschiede. Manche Gebärdensprachbenutzerinnen und Benutzer benutzen die ganz stark, andere weniger. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass die Mundbilder oft eine Rolle spielen, wenn es manuelle Homophone sind, wenn also die manuellen Gebärden genau gleich aussehen und wir aber zwei verschiedene Bedeutungen haben. Sie kennen das. Das passiert ja andauernd in Sprachen die ganze Zeit. Wir haben im Deutschen das Wort Bank und das Wort Bank, und einmal meinen wir damit das Kreditinstitut und einmal meint man die Sitzgelegenheit. Und so ist es bei Polizei und Deutschland eben auch. Die sehen halt oberflächlich gleich aus, aber das ist natürlich praktisch, dann das Mundbild zu haben, um das zu desambiguieren, also auseinanderzuhalten. Ich habe gesagt, nicht in allen Gebärdensprachen finden wir diese Mundbilder, und wir finden es vor allem nicht im gleichen Maße. Die Erklärung, warum es in so vielen Gebärdensprachen Mundbilder gibt, hat was mit dem Oralismus zu tun und mit der Diskriminierung von Gebärdensprachen. Nämlich vor allem in denjenigen Ländern, wo Gebärdensprachen sehr lange sehr stark diskriminiert und unterdrückt worden sind, finden wir diese Mundbilder, weil die dann einfach in das System integriert worden sind, weil man nicht gebärden durfte zum Beispiel. So, dann schauen wir uns ganz kurz zum Schluss noch ein bisschen die neuronale Verarbeitung von Gebärdensprachen an. Man könnte annehmen, dass es, wenn man einen Hirnscan anschaut, wenn jemand spricht und jemand gebärdet, oder wenn jemand Lautsprache hört und Gebärdensprache sieht, dass die Hirnscans vollkommen unterschiedlich aussehen, aber die neuronale Verarbeitung ist fast identisch. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Es gibt sehr viele Studien zu diesem Bereich. Das ist nur ein Beispiel. Sie sehen hier ein Gehirn, das ist in der Mitte durchgeschnitten. Sie sehen oben die linke Hemisphäre und unten die rechte Hemisphäre. Die rechte Hemisphäre interessiert uns erstmal gar nicht, weil Sprache hauptsächlich in der linken Hemisphäre verarbeitet wird. Und es gibt zwei Areale, die dann eine Rolle spielen. Das ist einmal das
Broca-Areal, das für die Sprachproduktion zuständig ist, und das Wernicke-Areal, das für das Sprachverständnis zuständig ist. Wir sehen hier drei verschiedene Gehirne. Uns interessieren das linke und das rechte Gehirn. Das linke ist ein tauber Gebärdensprachverwender von, oder es sind mehrere, das wurde sozusagen, da wurden ganz viele Hirnscans gemacht und dann wurde geschaut, welche Gehirnregionen sind aktiv, und diese Bilder wurden alle zusammengenommen. Und das ist eben hier die tauben Personen, die hier BSL benutzt haben, also British Sign Language. Und hier rechts sehen wir hörende Englischmuttersprachler, und den tauben BSL-Signern wurden Sätze vorgebärdet und den hörenden Englischsprecherinnen und Sprechern wurden Sätze vorgelesen. Und dann hat man eben geschaut, welche Bereiche im Gehirn sind aktiv. Und wenn Sie diese Bilder vergleichen, dann sehen Sie, dass das fast die gleichen Regionen sind. Das heißt, wir haben in beiden Fällen dieses Broca-Areal, das für die Sprachproduktion zuständig ist, aktiv. Und das ist vermutlich kein Zufall, denn diese Region, und das weiß man schon relativ lange, ist für die Sprachproduktion zuständig. Das weiß man von Leuten, die zum Beispiel nach einem Schlaganfall eine Verletzung in diesem Bereich haben und dann nicht mehr sprechen können, aber Sprache noch verstehen können. Dass diese Region nicht nur für die Steuerung des Mundes zuständig ist, sondern auch für die Steuerung der Hände. Das heißt, das hängt evolutionär schon irgendwie zusammen. Es scheint also auch kein Zufall zu sein, dass es diese zwei Möglichkeiten gibt, Sprache mit dem Mund und mit den Händen zu produzieren. Wir sehen hier im Bereich des Okzipitallappens so leichte Unterschiede zwischen den Tauben-Signern und den hörenden Sprecherinnen und Sprechern. Signerinnen und Signern, sollte ich vielleicht auch sagen. Das liegt einfach daran, dass hier noch so mehr visuelle Areale aktiv sind, die hier einfach nicht gebraucht werden. Und das ist natürlich eine interessante Frage, die Sie sich vielleicht stellen, jetzt wo ich das so erzähle. Die Leute haben ja Sätze entweder gesehen oder gehört. Und ich habe gesagt, dieses Broca-Areal ist für die Produktion zuständig und das Wernicke-Areal für das Verstehen. Das heißt, auch bei der Wahrnehmung von Sprache ist dieses Produktionszentrum aktiv. Das hat einfach damit zu tun, dass diese Areale einfach alle miteinander vernetzt sind und dass wir sozusagen, wenn wir Sprache verstehen, die Art und Weise, wie wir sie selber produzieren würde, in unserem Gehirn simuliert wird, und deswegen sind diese Bereiche auch aktiv. Okay, also das zeigt im Prinzip, dass es keinen großen Unterschied gibt. Ah, noch ein ganz kurz, wir haben uns noch gar nicht so richtig mit der deutschen Gebärdensprache beschäftigt. Die deutsche Gebärdensprache ist eine Subjekt-Objekt-Verbsprache, genau wie das Deutsche. Das Deutsche ist allerdings ein bisschen eine gemischte Sprache, nämlich SVO im Hauptsatz und SOV im Nebensatz. Und die deutsche Gebärdensprache ist immer SOV, das Verb kommt also am Ende. Das ist auch so, wir finden da Variationen in den Laut- und in den Gebärdensprachen. Viele Gebärdensprachen sind SOV-Sprachen, sehr viele Gebärdensprachen sind SVO-Sprachen. Und das finden wir in Lautsprachen auch so, dass die allermeisten Sprachen entweder SVO oder SOV sind. Gibt es ein paar Ausnahmen, die man in Gebärdensprachen noch nicht gefunden hat, aber das wird wahrscheinlich einfach nur daran liegen, dass es einfach so wenig Forschung auch zu Gebärdensprachen gibt. Oder es gibt einen Modalitätsunterschied. Das kann auch sein. Im Deutschen ist es so, dass das Verb mit dem Subjekt kongruiert. Ich gehe, du gehst, wir gehen und so weiter. In der deutschen Gebärdensprache gibt es verschiedene Typen von Verben. Es gibt Kongruenzverben und die kongruieren dann nicht mit dem Subjekt und dem Verb. Also das Verb kongruiert nicht mit dem Subjekt, sondern mit dem Subjekt und dem Objekt. Das klingt im ersten Moment für Hörende oft kompliziert, aber wenn man einmal gesehen hat, was da passiert, dann ist es relativ ikonisch, denn man kann zum Beispiel jemandem etwas geben oder jemand gibt etwas mir oder ich frage jemand oder jemand fragt mich oder ich frage viele Leute fragen mich und so weiter. Diese räumliche Übereinstimmung ist, denke ich, relativ eingängig, was aber nicht heißt, dass es doch sehr viele, sehr komplexe Strukturen gibt, die wirklich eine grammatische Untersuchung notwendig machen. Temporale Information steht Satzinitial. Das betone ich hier deswegen, weil es in der deutschen Gebärdensprache kein Tempus gibt. Im gesprochenen Deutschen ist es ja so, dass das Tempus ins Verb integriert wird. Ich gehe ist Präsens, ich ging ist Vergangenheit.
In der deutschen Gebärdensprache benutzt man dafür Adverbien, also morgen, gestern zum Beispiel, um das klar zu machen. Aber das ist auch keine ungewöhnliche Eigenschaft. Das ist in sehr vielen Lautsprachen genauso. Im Chinesischen zum Beispiel gibt es auch kein Tempus. Es gibt übrigens auch Gebärdensprachen mit Tempus. Es gibt eine Variante der italienischen Gebärdensprache, wo das Tempus ins Verb integriert wird und dann mit der Schulter ausgeführt wird. Dann würde man eben zum Beispiel jemanden jetzt fragen, jemanden morgen fragen und jemanden gestern fragen, indem man einfach die Schulter nach hinten für die Vergangenheit und die Schulter nach vorne tut für die Zukunft. Es gibt noch so ein paar interessantere Regeln, die für viele Hörende auch dann auch oft überraschend sind. Zum Beispiel, dass große und feste Referenten im Satz zuerst genannt werden, nämlich vor kleinen und beweglichen Referenten. Das nennt man Figurgrundprinzip, aber auch solche Regeln kennen wir aus Lautsprachen. Ein sehr häufiges Mittel, das in der deutschen Gebärdensprache und auch in anderen Gebärdensprachen oft zum Einsatz kommt, ist Reduplikation. Das heißt, man wiederholt etwas. Und das ist vor allem für Deutsche oft überraschend, weil sie das scheinbar irgendwie nicht kennen. Sie können sich mal überlegen, wann man sowas einsetzen könnte. Und wir sehen, das finden das auch in vielen Lautsprachen. Ich habe hier zwei Beispiele mitgebracht. Im Japanischen gibt es, ich kann kein Japanisch, deswegen kann ich das auch nicht aussprechen, aber ich tue einfach mal so. Es gibt das Wort Yama für Berg und Gebirge heißt Yamayama. Man wiederholt es einfach. Oder im Georgischen, ich kann auch kein Georgisch, gibt es das Wort Lamas für hübsch und Lamas Lamas heißt einfach sehr hübsch. Und das sind so die typischen Verwendungsweisen von Reduplikation in den Lautsprachen, nämlich einmal Pluralbildung und einmal Intensivierung. Und genau das gleiche finden wir in der deutschen Gebärdensprache auch. Also ein Beispiel wäre Person und der Plural wäre Personen, indem man diese Gebärde eben dreimal wiederholt. Eins, zwei, drei. Ja, dreimal wiederholt. Oder wir hätten eine Gebärde wie üben und wir können diese Gebärde intensivieren, indem wir sagen, sehr viel üben, indem wir oder sehr oft üben, indem wir die einfach wiederholen. Es muss sehr oft üben heißen, hier nicht sehr viel üben wäre, da würde man dann noch die Backen dazu aufblasen. Es ist auch ganz erstaunlich, dass für viele Lautsprachensprecherinnen und Sprecher des Deutschen das so überraschend ist, weil eigentlich im Deutschen gibt es sowas auch. Vor allem diese Intensivierungsfunktion ist schon auch da. Ein Beispiel wäre sowas wie, ich will Kaffee, Kaffee und nicht diese Instant-Brühe, wo Sie schon merken, weil Sie können auch so eine Reduplikation machen, um zu sagen, ich will den richtigen, den intensivierten Kaffee und nicht den Instant-Kaffee. So, also zusammenfassend können wir sagen, Gebärdensprachen sind natürliche Sprachen mit einer komplexen Grammatik und ich habe Ihnen das gesagt, die Take-Home-Message soll sein, es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen Gebärdensprachen und Lautsprachen, wenn wir ganz genau hinschauen. Gebärdensprachen sind genauso segmentierbar wie Lautsprachen, wir können Minimalpaarbildungsfunktionen finden, Gebärdensprachen haben eine komplexe Grammatik wie Lautsprachen, es gibt Reduplikationen, was es in Lautsprachen genauso gibt. Also jegliche Funktion, die Sie sich anschauen werden, finden Sie sowohl in Gebärden als auch in Lautsprachen. Die einzigen Unterschiede, die es natürlich gibt, ist ganz logisch. Es gibt natürlich einen Unterschied in der Modalität. Und es gibt noch ein paar andere kleinere Unterschiede, die aber alle nur aus diesem Unterschied resultieren, dass die Modalitäten unterschiedlich sind. Ich habe Ihnen zum Beispiel gesagt, dass es in Gebärdensprachen einen sehr viel größeren Anteil an Simultanität gibt oder mehr Ikonizität gibt, aber das liegt einfach nur an der Modalität. Gebärdensprachen sind dreidimensional, man kann viel Information zusammenpacken. Gebärdensprachen sind visuell, deswegen eignet sich es besser für ikonische Darstellungen. So, das war der erste Teil der heutigen Ringveranstaltung und der zweite Teil folgt zugleich, nämlich ein paar Interviews und wir hören uns an, was die Menschen zu sagen haben und sind gespannt. Stell dich doch kurz vor. Hallo, mein Name ist Christian Hermann. Mein Spitzname ist Krilli und mein Gebärdename sieht so aus. Welche Rolle spielt Gebärdensprache in deinem Leben? Und was bedeutet Gebärdensprache für dich? Ganz klar ist die Gebärdensprache für mich sehr wichtig und sehr wertvoll. Es ist meine Sprache. Mit ihr kann ich kommunizieren, an Informationen kommen
Und ohne die Gebärdensprache wäre ich abgehängt, bekomme keine Informationen oder muss schriftlich sehr mühsam kommunizieren. Und die Frage ist, ob ich dann wirklich alles so verstanden habe. So bekomme ich die Informationen klar und barrierefrei. Du bist DGS-Lehrer und unterrichtest auch Hörende. Was sind die größten Probleme, die Hörende beim Lernen haben? Ich bin DGS-Lehrer an einer Schule mit Hörenden. Also es geht hier um Grammatik, um Vokabeln, alles zu lernen. Und das Problem ist oft so, dass die Wahrnehmung ja jetzt sehr visuell ist. Das heißt sozusagen, der Hörende hat sehr viel Augenarbeit. Er ist sehr anstrengend, weil ich ja keine Stimme benutze und meine Gesten, meine Gebärden, meine Mundbewegungen habe. Und das ist sehr schnell ermüdend für den Hörenden. Also ich gebärde eine Gebärde und oder einen gebärdenden Satz und die Schüler schauen sich dann an, wie der auf Deutsch aussieht. Und dann wird geübt. Und so können dann Dialoge gebärdet werden. Was sollten Hörende im Umgang mit tauben Menschen beachten? Gibt es Dinge, die dir im Umgang mit Hörenden häufiger auffallen? Also, ob ich jetzt beim Einkaufen bin oder im Straßenverkehr, ganz egal, wo ich unterwegs bin, treffe ich ja immer wieder auf Hörende, die mich ansprechen. Und ich muss dann natürlich sagen, ich höre nichts. Und die meisten lassen mich dann einfach unverrichtete Dinge stehen. Oder wenn sie mich nach dem Weg fragen und ich dann wiederum sage, ich höre nichts, dann hauen sie einfach ab. Das ist die Erfahrung, die ich ganz, ganz oft gemacht habe. Und wenn dann da jemand mal in Gebärdensprache mit mir kommuniziert, das ist eine klasse Sache, ne? Und das ist genau das, was ich mir wünsche, dass man einfach Dinge ausprobiert, über Smartphone kommuniziert oder mit Händ und Füß sich unterhält oder so intuitive Gebärden wie Baby oder so benutzt, damit ich das gut verstehen kann. Und ich sag, jeder hat es in sich und kann mit mir in Gebärdensprache kommunizieren. In Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten viel für taube Menschen verändert. 2002 wurde die DGS offiziell anerkannt. Trotzdem gibt es noch viel zu tun. Was kann noch besser werden? Ja, da gibt es noch einiges zu verbessern, auf jeden Fall. Also zum Beispiel das Wahlpflichtfach DGS an den Schulen, das wäre sehr, sehr wichtig, dass die Lehrer an den gehörlosen Schulen wirklich Gebärdensprache können. Das ist bis jetzt noch sehr rar. Dass auch Fortbildungen wirklich besucht werden, um ihre Gebärdensprachkompetenz zu verbessern. Oder auch im Studium wäre es wichtig, dass DGS es als Fach gibt. So dass dann wirklich gehörlose Kinder ein Recht auf Bildung in Gebärdensprache haben. Es gibt einige Barrieren, die es noch gilt abzubauen. Vor allem an den gehörlosen Schulen sehe ich das Problem. Da ist wenig Gebärdensprachkompetenz zu sehen, leider. Stell dich doch kurz vor. Hallo, mein Name ist Nicolette Herrmann und mein Spitzname ist Merlin. Welche Rolle spielt Gebärdensprache in deinem Leben? Und was bedeutet Gebärdensprache für dich? Gebärdensprache ist für mich natürlich sehr wichtig. Damit bin ich aufgewachsen und das ist meine Muttersprache, denn meine Eltern sind auch gehörlos. Ich bin es gewohnt, in Gebärdensprache zu kommunizieren, darüber bekomme ich alle meine Infos. Ohne Gebärdensprache wüsste ich nicht viel. Sie ist sehr wertvoll für mich, meine gewohnte Kommunikationsform und meine Muttersprache. Meine Erfahrungen, die ich bisher an der Hochschule gemacht habe, sind auch interessant. Diejenigen, die schon mal taube Menschen getroffen haben, sind meist mutig im Umgang mit uns und trauen sich auch, sich mit uns zu unterhalten. Wer aber noch nie taube Menschen getroffen hat, ist meist verhalten und weiß nicht, wie er mit uns kommunizieren soll. Aber diejenigen will ich gerne ermutigen und sagen, sie brauchen keine Angst haben. Ja, weil das ist tatsächlich auffällig, dass Menschen ohne Vorerfahrung meist sehr unsicher sind und nicht wissen, wie sie uns ansprechen sollen. Klar, ihnen fehlt eben die Information darüber, wie sie mit uns umgehen sollen. Wer aber schon mal taube Menschen getroffen hat, der hat meist ein paar Grundlagen und weiß sich da besser zu helfen. Was sollten Hörende im Umgang mit tauben Menschen beachten? Gibt es Dinge, die dir im Umgang mit Hörenden häufiger auffallen? Ja, ich kann gerne erklären, wie man am besten mit uns Gehörlosen umgeht. Schreien braucht man nicht. Ich kann sowieso nichts hören. Man kann gerne winken oder mit mir Blickkontakt suchen.
Dann kann ich von den Lippen ablesen und wir können uns mit Gesten unterhalten. Das Zweite, was mir oft aufgefallen ist, erst schreien Hörende mich oft an. Wenn ich dann nicht reagiere, dann winken sie oder tippen mich an. Und sobald ich dann sage, dass ich gehörlos bin, gibt es zwei Reaktionen. Entweder sie trauen sich nicht, mit mir zu kommunizieren und ergreifen die Flucht. Oder sie packen schnell ihr Handy aus und Papier und Stift und schreiben auf oder behelfen sich mit Gesten. Da gibt es unterschiedliche Reaktionen. In Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten viel für taube Menschen verändert. 2002 wurde die DGS offiziell anerkannt. Trotzdem gibt es noch viel zu tun. Was kann noch besser werden? Ja, was kann noch besser werden? Die Gebärdensprache wurde anerkannt, aber es gibt vieles, was sich nicht verändert hat. Zum Beispiel gibt es in den gehörlosen Schulen immer noch einige Lehrer, die nicht gebärden können. Und das ist echt schade. Man könnte auch mehr Dolmetscher oder Assistenzen einsetzen. Das zweite Thema betrifft die Regelschulen. Es wäre schön, wenn hörende Kinder im Unterricht auch DGS lernen und auch, wie man mit Gehörlosen umgeht. Wenn dann ein gehörloses Kind dort inklusiv beschult wird, dann wären die hörenden Kinder schon vorbereitet und aufgeschlossener. Oder wenn ich zum Beispiel zum Arzt gehen muss. Normalerweise muss ich dafür schon 4 bis 6 Wochen vorher einen Dolmetscher suchen. Das ist wirklich mühsam. Es wäre schön, wenn ich auch einfach so zum Arzt gehen könnte und es gibt dort vor Ort schon einen Dolmetschdienst, auch gern online. Das wäre wirklich toll, wenn sich das verbessern würde. Stell dich doch kurz vor. Hallo, mein Name ist Judith. Ich wohne in Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart. Und ich bin taub geboren. Welche Rolle spielt Gebärdensprache in deinem Leben? Und was bedeutet Gebärdensprache für dich? Welche Rolle spielt Gebärdensprache in meinem Leben? Was bedeutet Gebärdensprache für mich? Für mich ist Gebärdensprache eine Sprache, die jeder Mensch zur Kommunikation benutzen kann. Ich bin sehr dankbar, dass es Gebärdensprache gibt und für mich ist es eine sehr, sehr schöne Sprache. Häufig wird der Begriff Gehörlosenkultur verwendet. Was macht die Kultur tauber Menschen für dich aus? Ja, die nächste Frage. Was bedeutet für mich Gehörlosenkultur? Gute Frage. Für mich bedeutet das, dass viele Gehörlose zusammenkommen, egal woher sie kommen, zum Beispiel zu einer Party. Es treffen sich viele Menschen gemeinsam. Es bedeutet für mich auch langjährige Vereinsarbeit. Zusammenhalt, gemeinsamer Kampf und immer wieder ist die Gebärdensprache dabei. Organisation von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit über die Medien, die Leute darauf aufmerksam machen, dass es uns gibt. Ja, das bedeutet für mich Gehörlosenkultur. Zusammenkunft, Zusammenhalt und niemals aufgeben. In Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten viel für taube Menschen verändert. 2002 wurde die DGS offiziell anerkannt. Trotzdem gibt es noch viel zu tun. Was kann noch besser werden? 2002 wurde die Gebärdensprache anerkannt. Das ist ja schon mal super. Aber was kann man noch verbessern? Was für uns immer noch eine sehr wichtige Forderung ist, sind Untertitel. In allen Programmen. Ich möchte auch durch die Programme schalten können und überall verstehen, worum es geht. Ich möchte auch zu allen Anlässen Dolmetscher bestellen können, ohne dass es einen Dolmetschermangel gibt. Wenn ich zum Beispiel irgendwo mich anmelde, möchte ich, dass dort für mich Dolmetscher organisiert werden und nicht, dass es so eine komplizierte Geschichte ist, einen Dolmetscher zu suchen. Und viele Geschäfte und Firmen sind auch noch sehr altmodisch eingestellt. Wenn ich zum Beispiel einen Termin brauche oder etwas bestellen möchte, gibt es oft nur eine Telefonnummer. Aber ich kann ja nicht telefonieren. Ich wünsche mir, dass das in Zukunft moderner wird und uns da mehr Möglichkeiten geboten werden.
Stell dich doch kurz vor. Hallo, mein Name ist Tanja. Ich bin gehörlos und meine Familie auch. Meine Familie mütterlicherseits ist gehörlos, meine Familie väterlicherseits hörend und mein Vater ist in seiner Familie der einzige Gehörlose. Mein Bruder ist leicht schwerhörig und unsere Familiensprache ist Gebärdensprache. Egal ob in der Freizeit, zu Hause, bei uns wird immer gebärdet. Nur bei der Arbeit oder wenn ich im öffentlichen Verkehr unterwegs bin, da schreibe ich dann auf, wenn ich mit den Leuten kommunizieren will oder ich lese von den Lippen ab. Ja, ich glaube, das ist genug zu meiner Person. Welche Rolle spielt Gebärdensprache in deinem Leben? Und was bedeutet Gebärdensprache für dich? Ja, Gebärdensprache ist für mich mein Ein und Alles. Ich liebe Gebärdensprache. Ich nutze sie im Alltag, mit meiner Familie, mit Freunden, in der Vereinsarbeit. Die einzige Ausnahme ist der hörende Teil meiner Familie und die Arbeit oder wenn ich anderen hörenden Personen begegne. Dann spreche ich oder ich schreibe auf. Ja, ich bin mit Gebärdensprache aufgewachsen und habe es schon immer gemocht zu gebärden. Meine Eltern konnten mich schon verstehen, als ich ganz klein war. Ich konnte gebärden, dass ich Hunger oder Durst habe oder aufs Klo muss. Und sie haben mich immer sofort verstanden. Erst als ich in den Kindergarten kam, habe ich begriffen, dass dort ganz anders kommuniziert wird. Die Erzieherinnen durften nicht mit uns gebärden, so war das halt damals. Das heißt, dort musste ich sprechen, zu Hause habe ich mit meinen Eltern gebärdet. Meine Eltern haben mir das dann auch so erklärt und ich habe es auch so verstanden. Das ging dann auch in der Schule und bei der Arbeit so weiter, dass es nie eine reibungslose Kommunikation für mich gab. Jetzt ist es aber schon besser geworden. Ich kann zum Beispiel bei der Arbeit Telesign benutzen. Wenn ich wo anrufen will, dann kann ich das über einen Telefondolmetschdienst tun. Ja, ist eine tolle Sache. Und ja, Gebärdensprache ist für mich wirklich toll. Man kann einfach was erzählen, man kann Witze erzählen, man kann Visual Vernacular machen, Poesie, man kann pantomimische Elemente einbauen, man kann Ernstes und Trauriges ausdrücken. Also ohne Gebärdensprache... Also, wäre für mich unvorstellbar. Du engagierst dich bei der Deutschen Gehörlosenjugend. Was genau ist das und was machst du da? Ja, in der Deutschen Gehörlosenjugend war ich erstmal 2 Jahre Beisitzerin. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich durfte viele Aufgaben kennenlernen und vor einem Jahr wurde ich dann als 2. Vorsitzende gewählt. Es gibt einerseits den Deutschen Gehörlosenbund und dann die Deutsche Gehörlosenjugend, die sich natürlich für die Jugend engagiert. Wir arbeiten politisch, haben kulturelle und gesellschaftliche Themen. Wir klären über Gehörlosigkeit und unsere Bedarfe auf. Wir haben auch viele Projekte, neuerdings zum Beispiel Online-Bildungsvorträge. Wir bieten auch Camps für Kinder und Jugendliche an. Da geht es dann ganz viel um Empowerment, Bildung, Zusammenhalt, auch Sport, gemeinsam lernen, also wirklich toll. Wir machen auch viele Projekte, zum Beispiel auch lange und tolle Projekte. Die kann man sich auch gerne anschauen unter dgj-corona-aktion. Und seit fast einem Jahr haben wir spezielle Angebote zum Thema Corona oder zum Beispiel kochen, basteln, damit die Kinder auch ein bisschen Spaß haben. Und wir lesen zum Beispiel auch Bücher vor. Ja, und alle 3 Jahre veranstalten wir ein Jugendfestival. Das letzte war in München und das nächste 2022 dann in Hamburg. Und das sind wirklich große Festivals. Da kommen die Leute aus ganz Deutschland angereist. Da freue ich mich immer ganz besonders drauf. Und auch schon freue ich mich schon auf nächstes Jahr. Ja, das ist alles wirklich sehr viel Arbeit, aber es macht mir auch gleichzeitig unheimlich viel Spaß. In der Deutschen Gehörlosenjugend gibt es verschiedene Referatsgruppen, zum Beispiel Queer, Taubblind, Wie-Studis, Kindercamp, Jugendcamp, also ganz viele verschiedene, insgesamt sind es 9.
Und die Gruppe der Taubblinden braucht zum Beispiel auch ihren eigenen Safe Space, in dem Taubblinde und Taube zusammenkommen. Und das Queer-Referat ist speziell für taube, queere Menschen. Und jede Gruppe an sich organisiert wiederum selbst Bildungsvorträge und Workshops. Und ich als Vorsitzende organisiere, ich delegiere, bin Ansprechpartner und alle 2 Wochen haben wir eine Videokonferenz. Und ja, so arbeiten wir da. Gehörlose Menschen haben nicht nur eine eigene Sprache, sondern auch eine eigene Kultur. Was macht die Gehörlosenkultur in Deutschland aus? Ja, genau, wir haben eine eigene Kultur. Ja, erstens, bei uns gibt es kein Sie. Das gibt es bei uns nicht. Alle werden geduzt. Selbst wenn man die Person noch nicht kennt, es wird sofort geduzt. Zweitens, wir sind sehr direkt. Wenn zum Beispiel jemand einen Popel an der Nase hängen hat, wird ihm das direkt gesagt. Man sagt einfach alles gerade raus. Immer direkt, ohne sich zu schämen. Das ist bei uns ganz normal so. Ja, und wenn sich Gehörlose zu einer Veranstaltung treffen, zum Beispiel im Gehörlosenzentrum, dann unterhält man sich ewig und nutzt die Chance, sich endlich mal richtig auszutauschen. Das liegt auch daran, dass die meisten Gehörlosen, 90%, in hörenden Familien aufwachsen, wodurch ihnen dann der tägliche Austausch fehlt. Und dann holen sie bei solchen Treffen alles nach und es wird gebärdet bis in die Puppen. Wenn man zum Beispiel mit einer Gruppe Gehörloser im Restaurant ist, dann unterhalten die sich meist so lange, bis schon die letzten hörenden Gäste gegangen sind und das Licht ausgemacht wird. Und dann geht man erst heim. Ja, wir Gehörlosen haben alle sowas Ähnliches wie Spitznamen. Nur bei uns heißt das dann Gebärdenname. Wenn ich mich zum Beispiel vorstelle, dann zeigt mein Gebärdenname Tanja an den langen Haaren. Jeder hat seinen eigenen Gebärdennamen, mit dem man über diese Person sprechen kann. Und ja, zum Beispiel, mein Bruder Robin ist zum Beispiel sehr wild, darum ist sein Gebärdenname wie wild. Meine Mama Claudia ist klein, darum ist ihr Gebärdenname wie klein. Mein Papa Andreas putzt sehr oft seine Zähne und darum hat er seinen Gebärdenname wie Zähneputzen. Oder zum Beispiel Valentin hat schmale Augen, darum hat er so einen Gebärdennamen. Also da gibt es alles Mögliche. Was aber auch typisch ist, man unterhält sich manchmal lange mit einer Person, die man noch nicht kennt, aber erst wenn sie gegangen ist, fragt man dann die anderen, wie ist sie jetzt eigentlich? Also das ist dann wichtiger, sich zu unterhalten, als sich mit Namen vorzustellen. Und wenn man im Urlaub ist oder dort auf andere Gehörlose trifft, dann unterhält man sich sofort mit denen, völlig egal, ob sie andere Interessen haben. Die Gemeinsamkeit ist die Gehörlosigkeit und man unterhält sich ganz selbstverständlich. Ja, das ist alles typisch für uns. Was sollten Hörende im Umgang mit tauben Menschen beachten? Gibt es Dinge, die dir im Umgang mit Hörenden häufiger auffallen? Ja, ich habe mir mal aufgeschrieben, was mir da oft aufgefallen ist und vor allem, was man auch verbessern kann. Wenn Hörende mit mir sprechen, kommen sie mir oft viel zu nah. Aber ich brauche Abstand, um vom Mund abzulesen. So arg kann ich meine Augen gar nicht verdrehen. Und man braucht auch nicht laut mit mir zu sprechen. Ich merke das ja gar nicht, wenn das jemand macht. Aber mein Kollege sagt das dann schon mal zu anderen, dass das gar nicht nötig ist, so laut zu sprechen. Am besten in ganz normaler Lautstärke und bitte auch nicht übertrieben artikulieren. Haus zum Beispiel. Nee, ganz normal Haus sagen. Und Hörende machen auch gerne ellenlange Sätze und da verstehe ich dann nichts mehr. Am besten immer erst das Thema nennen, zum Beispiel, wenn es um Essen geht, Essen sagen und dann genauer sagen, worum es geht. Zum Beispiel, wollen wir zusammen Mittagessen? Dann verstehe ich das auch besser. Aber das Thema Mittagessen ist jetzt auch nicht so passend, das ist ja ein einfaches Thema. Aber wenn es um komplizierte Themen geht, dann verstehe ich oft nichts, wenn ich nicht zuerst grob weiß, worum es geht. Wenn ich das Thema kenne, dann kann ich 30% von den Lippen ablesen und den Rest dann kombinieren und mir zusammenreimen und dann verstehe ich das auch. Und auch eine ganz wichtige Bitte, bitte keine Dialekte benutzen. Wenn ihr so mit uns sprecht, dann verstehe ich auch gar nichts. Am besten Hochdeutsch, langsam, nicht zu schnell, einfach langsam. Ja. Und leider ist es auch oft so, wenn Hörende zu mir kommen und zum Beispiel nach der Bahn fragen und ich sage dann, ja, die fragen mich im Bahnhof und ich sage dann, ich höre nichts, dann hauen sie oft gleich ab. Aber vielleicht kann ich ja helfen und sagen, der Zug hier fährt nach Karlsruhe, der fährt nach Heidelberg oder der hat Verspätung. Das kann ich ja. Aber da sind die meisten dann schon weggegangen.
Man könnte ja auch sein Handy nehmen und draufschreiben, wenn es um was Komplizierteres geht. Dann, ja, ich verstehe, dass man, wenn es um was Komplizierteres geht, dass man dann auch einfach lieber Hörende fragt, aber meistens ist es ja gar nicht so. Ich helfe auch wirklich gerne und ich beiß auch nicht. Ja, das sind, ja, soweit die Punkte, die mir aufgefallen sind. In Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten viel für taube Menschen verändert. 2002 wurde die DGS offiziell anerkannt. Trotzdem gibt es noch viel zu tun. Was kann noch besser werden? Ja, das stimmt. Bis jetzt hat sich auch schon viel verändert, aber noch nicht genug. Wenn es zum Beispiel am Bahnhof eine Zugverspätung gibt, dann gibt es auf der Anzeige einen Hinweis, dass der Zug verspätet ist. Aber die Info kommt manchmal zu spät. Und es wäre toll, wenn es dann auch einen Hinweis in Gebärdensprache gäbe, gleichzeitig mit der Lautsprecherdurchsage. Vor allem bei Zugverspätungen, Personenunfällen oder ach egal was, dass es immer eine Info in Gebärdensprache gäbe. Auch im Fernsehen gibt es immer noch nicht überall Untertitel. ZDF, ARD sind schon ganz gut, ProSieben ein bisschen, aber der Rest, da gibt es keine Untertitel und dann schaue ich deren Sendungen auch nicht an. Klar, bei Netflix ist jetzt viel untertitelt, aber ich will ja auch Fernsehen schauen, nur ohne Untertitel ist das nicht möglich. Oder wenn ich zum Beispiel zu einem Amt gehen muss, zum Beispiel einen neuen Personalausweis beantragen, dann muss ich mich immer selber um den Dolmetscher kümmern. Und mir wäre es lieber, ich käme hin und es wären schon Dolmetscher da oder würden online zugeschaltet. Dann hätte die Behörde zum Beispiel selbst ein Tablet, der Dolmetscher säße zu Hause und könnte von dort aus dolmetschen. So wie es auch bei Telesign läuft. Dort rufe ich einfach an und es ist ein Dolmetscher da, der für mich telefoniert. Und so genauso würde ich mir das auch bei einem Amt wünschen. Wenn ich zu einem Arzt oder Zahnarzt gehe, werden dafür die Dolmetscherkosten übernommen, aber für andere Situationen, zum Beispiel bei einem Gespräch, bei der Bank, wenn ich einen Kredit für ein Haus brauche zum Beispiel, oder wenn ich ins Theater mit Dolmetscher gehen will, da ja, muss ich dann immer den Dolmetscher selber zahlen. Und für gehörlose Kinder und Jugendliche gibt es allgemein viel zu wenig Angebote, finde ich. Und noch ein Thema, das mir wirklich nahe geht. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, es gibt hörgeschädigten Schulen, aber 99% der Lehrer dort können keine Gebärdensprache. Und das auf einer hörgeschädigten Schule? Ja, also mit Gebärdensprache im Unterricht würden die Kinder automatisch mehr Inhalte verstehen. Und wenn die Kinder das wollen, können sie natürlich sprechen üben. Aber ohne die Hintergründe zu verstehen, ist es für Gehörlose sehr schwer, sprechen zu lernen. Und das finde ich wirklich schlimm. Ja, das sind so meine wichtigsten Punkte für die Zukunft. Und ja, klar hat sich schon einiges gebessert, aber super ist es alles noch nicht. Möchtest du noch was loswerden? So, ich hoffe, euch hat mein Vortrag gefallen und ich möchte jetzt aber noch gern Schlusswort gebärden. Mir ist es wichtig, noch eine Botschaft loszuwerden. Natürlich gibt es noch einige Baustellen, zu wenig Dolmetscher, oft fehlen Untertitel oder dass Hörende sich einfach wieder umdrehen und gehen, sobald sie erfahren, dass ich gehörlos bin. Aber trotzdem will ich nochmal sagen, dass ihr Hörenden kein Mitleid mit uns zu haben braucht. Ich bekomme oft Aussagen wie, oh, du kannst nicht hören, ach, du kannst keine Musik hören, kein Vogelgezwitscher. Ja, ist ja okay, jeder ist da anders und es ist okay, mich zu fragen, was ich hören kann und was nicht. Aber ganz wichtig ist, ihr braucht kein Mitleid mit uns zu haben, wirklich nicht. Ich bin auch so glücklich in meinem Leben. Und ja, ich weiß, ich kann nicht hören, aber das ist auch das Einzige, was ich nicht kann. Alles andere kann ich machen. Ich kann Ausflüge machen, tanzen, kochen, ich kann Sport machen, ja, einfach alles. Und klar stoße ich auf einige Barrieren, aber das Wichtige ist, ich bin nicht behindert. Die Gesellschaft macht mich behindert. Und
dadurch, dass zum Beispiel keine Dolmetscher zur Verfügung stehen oder ja, aber wenn gedolmetscht wird, dann ist auch alles bestens. Ja, ich will das jetzt nicht noch länger ausführen, aber das war eben meine wichtige Botschaft.